Gut, dann würde ich das Wort direkt an die Damen übergeben. Nicht? Frau Deffner, Frau Brauche stellen sich noch mal selber vor und dann geht's durchs Programm. Viel Spaß. Frau Deffner, Frau Brauchle, wer möchte beginnen? Maria, beginn du doch bitte. Mein Name ist Maria Brauchle. Ich komme aus Österreich, aus Feldkirch. Ich bin Intensivfachpflege seit schon, ich habe es mal nachgerechnet, 17 Jahren und bin seit mehreren Jahren aktiv in der Sektion Pflege tätig und darf heute eben genau mit der Frau Deffner da diesen Vortrag halten. Mein Hintergrund ist der, dass ich mich seit mehreren Jahren auch mit Krisenintervention und Mitarbeiterfürsorge und Gesundheitsvorsorge beschäftige. Dankeschön, Maria. Mein Name ist Theresa Deffner. Ich bin Psychologin auf den operativen Intensivstationen am Universitätsklinikum Jena und bin hier sozusagen als Gast mitgeladen. In dieser Funktion der Pflegeforschung, Pflegequalität, darf ich Sie auch vertreten im Präsidium als Vertreterin der Gesundheitsfachberufe. Wie ich zu diesem Thema komme, das hängt eigentlich damit zusammen, dass ich immer wieder angefragt werde. Ich bin aber primär für die Patienten- und Angehörigenversorgung auf den Intensivstationen da und schlage mit Ihnen heute aber gemeinsam die Brücke eigentlich Pflegeforschung, Pflegequalität, auch Resilienz, die Sektion der DIVI, die sich auch mit der Mitarbeitergesundheit beschäftigt. Und natürlich hat es auch immer wieder starke Schnittstellen zu meinem eigentlichen Tätigkeitsfeld, nämlich der psychologischen Versorgung von Patienten und Angehörigen. Deswegen fanden wir es günstig, unseren Vortrag gleich interprofessionell aufzustellen und wir würden Sie gerne gleich mitnehmen auf den Weg sozusagen, was benötigt Pflegepersonal in der Krise. Wahrscheinlich wünschen wir uns alle mehr oder weniger ein Patentrezept, was wir dann alle mit nach Hause nehmen können. Aber es wird wahrscheinlich mehr so sein, dass Sie gute Impulse für sich mitnehmen können, vielleicht auch aus der Diskussion, die wir führen werden, vielleicht auch aus dem, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Chat schreiben. Und das ist eigentlich unser Ziel. Ja, also nicht primär ein Patentrezept für alle Kliniken in Deutschland, Österreich, Schweiz mit Ihnen gemeinsam zu erarbeiten, aber dass jeder für sich Impulse mitnehmen kann. Ja, und Maria, lass uns doch einfach gleich mal starten. Wenn wir uns mal so einen normalen Arbeitstag angucken auf deiner Intensivstation, dann ist es ja erstmal ganz gut zu wissen, um jetzt herauszufinden, was in der Krise hilft, wodurch macht sich denn eigentlich die Belastung der Pflegenden so fest? Und wenn wir erstmal vielleicht in den ganz normalen Alltag reingucken, da reden wir jetzt vielleicht gar nicht immer gleich von Krise. Was ist denn dort belastend für dich? Also viele von Ihnen kennen das, manche auch, vor allem die noch Familie haben. Ja, dann man steht in der Früh auf, man richtet noch um 5, 6 die Jause für die Kinder und dann hetzt man zum Dienst. Und dann springt vielleicht noch das Auto nicht an und dann ärgert man sich und dann geht es schon weiter. Man schafft nur irgendwie gerade den Kaffee und die Übergabe und dann muss man waschen und dann kommt die Visite und dann geht in der Zwischenzeit der Reha-Alarm und die Betten sind knapp und dann soll man verlegen. Dann gibt es noch bei der Visite vielleicht Diskussionen über Langlieger oder über Therapiezieländerungen. Und wenn man dann ein besonderes Glück hat in dieser Zeit, dann ruft vielleicht auch noch um 9 Uhr die Schule an von den Kindern und sagt, ja, ein Kind ist positiv. Also das ist einfach, das sind einmal schon so die normalen Belastungen, die außerhalb der Pandemie auf uns zukommen. Also man muss das aber ein bisschen, man muss das ein bisschen strukturieren, weil es gibt die Belastungen sind ja vielfältig. Also es handelt sich so um Arbeitsstruktur- und Organisationsaufgaben, die einfach in der Struktur, wo man vielleicht etwas ändern könnte oder wo etwas nicht ganz passt, dann belasten uns natürlich auch noch Erkrankungen oder Verläufe und Schicksale der Patienten und Angehörigen, weil wir bestimmte Patientengruppen auch haben, die uns besonders nahe gehen. Dann kommt natürlich auch nur dazu, dass es manchmal in der Teamkommunikation auch schon selbst hakt und vielleicht man nicht immer ganz damit einverstanden ist, was die Chefs machen. Und dann kommt noch natürlich dazu diese nicht berufsbezogenen Belastungen, zum Beispiel Stress zu Hause mit den Kindern oder irgendwie sowas. Also die Belastungen, die wir erfahren, die sind ganz, ganz vielfältig einfach. Und Theresa, man hat es auch noch einmal genau schon vor der Pandemie untersucht. Was lasst uns denn eigentlich so kündigen auf der Intensivstation?
Ja, also dazu gibt es ja zahlreiche Befunde schon, die alle vor der Pandemie schon vorlagen und woraus Sie alle als Pflegende ja wissen, dass die Situation der Pflege bereits vor der Pandemie angespannt war, dass das jetzt sicherlich in der Pandemie noch Veränderungen gab, auf die wir gleich kommen. Aber wenn wir hier mal diese drei Zahlen einfach anschauen, also ganz oben, das ist eine Studie, die in ganz Europa gemacht wurde zur Thematik Moral Distress und Kündigungsabsicht. Und da gab es einen Anteil von 26% der Pflege, die diese Intention zu kündigen hatten. Und das ist alles vor der Pandemie gewesen. Und diese Intention zu kündigen war umso höher auf Stationen, wo das ethische Klima schlecht war, wo also zum Thema Moral Distress werden wir später noch kommen, Entscheidungen bezüglich Therapiezieländerungen aus Sicht der Pflegenden wenig nachvollziehbar getroffen wurden, wo vielleicht auch gewisse Themen gar nicht angesprochen werden können, wo also das ethische Klima insgesamt schlecht ist. Dort gibt es eine höhere Kündigungsabsicht. Und das sehen wir natürlich auch auf den Stationen. Das ist die Zahl links unten. Das sind zwei Arbeiten von Professor Karagianidis und Kollegen, die zeigen, dass schon vor der Pandemie auf über 22% der Intensivstationenbetten gesperrt werden mussten. Und der allerhäufigste Grund dafür war, und das ist die rechte Zahl, Pflegemangel. Zum Thema Moral Distress werden wir auch noch ausführlicher kommen, denn natürlich ist es nicht allein das ethische Klima bezüglich der Therapieziele, was die Patienten angeht, sondern es ist auch die Art und Weise, wie ihr als Pflegende, Sie als Pflegende ihre Arbeit erledigen können. Und insofern befinden wir uns dort einfach in einem Kreislauf. Je schlechter die Arbeitssituation wahrgenommen wird, desto höher ist natürlich die Intention zu kündigen und desto mehr Betten müssen gesperrt werden und desto schlechter ist die Situation für die Pflegenden, die sich auf Station befinden. Und diese Situation hatten wir bereits alle vor der Pandemie zu spüren bekommen. Und jetzt kamen aber mittlerweile ja vier Wellen Pandemie dazu. Maria, mich würde interessieren, wie du das als Pflegende auf der Intensivstation erlebt hast. Was hat sich denn jetzt in der Pandemie noch verändert? Also man muss das so ein bisschen in die Wellen so ein bisschen aufgliedern. Also die erste Welle, das war so die Welle der Anerkennung. Ja, man hat für uns geklatscht. Dann kamen natürlich schon erste Stimmen damals, man soll aufhören für uns zu klatschen, sondern man soll einfach die Bedingungen besser machen. Das war aber auch noch die erste und die zweite Welle, vor allem dann auch, das waren alles noch Wellen, wo die Leute sich auch wirklich gut an diese doch teilweise sehr strengen Maßnahmen einfach auch gehalten haben. Die zweite Welle, das war so auch, das war ja dann teilweise schon, das waren richtig schwere Wellen, also überall. Das war auch so, wo dann teilweise aus den Krankenhäusern diese Berichte gekommen sind, dass Leute alleine versterben müssen, dass sie keine Angehörigen generell sehen dürfen, dass keine Besucher kommen dürfen. Also das war dann auch so die Welle des Mitleidens. Wir hatten dann in der dritten Welle vielfach beim Personal einfach das Gefühl, so quasi hört es denn einfach nie auf. Also es war so, es wurde schon über die Impfung gesprochen, aber es war immer noch so diese Welle einfach der Überwältigung. Und man hat so immer noch keine Kontrolle über das Geschehen gehabt. Also es war so kein Ende, Licht am Ende des Tunnels einfach sichtbar. Und dann schlussendlich sind wir in die vierte Welle hineingeschlittert. Das ist dann, man sagt auch, es war so die Welle auch der Ungeimpften, ja, wo eine Welle der Empörung auch hochgegangen ist, ja, wo dann teilweise Krankenhauspersonal ja auch beschimpft wurde. Also da hat sich die Anerkennung dann ganz schnell einfach gedreht. Und das kann man sich dann auch zum Beispiel noch ein bisschen genauer anschauen, weil in der vierten Welle hat es nochmal ganz besondere Aspekte gegeben. Es war so diese moralische Empörung. Man hat dann auch vor allem auch jüngere Patienten gehabt und damit auch dann so diese besonderen Fälle von zum Beispiel Schwangeren oder Wöchnerinnen, wo ja zum Teil auch Babys oder Föten gestorben sind, hat man dann auch noch zusätzlich gehabt. Auf einigen Stationen hat es dann auch diese Konflikte zwischen geimpften und ungeimpften Mitarbeitern gegeben. Das sind dann noch die gehäuften Quarantänen der Mitarbeiter zum erhöhten Patientenaufwand gekommen. Manche Kliniken haben es auch bis zur vierten Welle nicht geschafft, so unterstützende Elemente einfach zu finden für Mitarbeiter. Und auch nach wie vor diese Besuchsverbote, die ja auch für uns als Pflegende, doch oftmals sehr belastend sind.
Ja, das ist nochmal eine gute Zusammenfassung, Maria, zu der vierten Welle, zu der wir einfach noch wenig Befunde haben, die jetzt aber sicherlich gerade alle in der Schreibwerkstatt gewissermaßen sind. Und aus den vorherigen Wellen wissen wir ja schon viel, zum Beispiel, welch großen Schaden das Besuchsverbot anrichtet, für die Angehörigen, für die Patienten, aber auch fürs Personal. Und weil die Kommunikation so herausfordernd für uns auf den Intensivstationen ist, ich selber bin die letzten 2 Jahre eigentlich auch ausschließlich auf der Covid-Intensivstation tätig, und habe ja selber gespürt, wie anspruchsvoll die Kommunikation in dieser Situation ist mit den Patienten, aber auch mit den Angehörigen. Und deswegen wollen wir zu diesem Zweck, und das ist sozusagen gleich mal der Link dazu, auch ein Webinar Ende März veranstalten hier über dieses Forum, wo wir uns damit beschäftigen, wie wir eigentlich eine wertschätzende Kommunikation gegenüber den Patienten und Angehörigen in dieser besonderen Situation behalten können. Denn wir erwarten ja, dass es auch weiterhin die Patienten geben wird und mehrheitlich dieser Konflikt zwischen geimpften und ungeimpften Personen, würde ich das jetzt mal allgemein nennen, auch damit noch relevant bleiben wird. Was außerdem wir jetzt in der vierten Welle oder beziehungsweise überhaupt in den Pandemiewellen sehen, ist, dass es ja einen Unterschied macht, ob man nun jetzt Covid-Patienten oder nicht Covid-Patienten behandelt. Das ist eine sehr schöne Arbeit von Herrn Kaltwasser hier auch aus der Sektion und Kollegen, sicherlich größtenteils auch hier aus der Pflegeforschung, die in der Pandemie dazu eine Umfrage gemacht haben, wie die Arbeitsbedingungen der Pflegenden eingeschätzt wurden. Und ich habe hier nun mal die beiden Punkte, die besonders relevant waren, rot eingekreist, also Patienten nicht die notwendige emotionale und psychosoziale Unterstützung an bieten zu können und Angehörigen nicht die notwendige psychosoziale Unterstützung und Begleitung anbieten zu können, wurde als sehr belastend empfunden. Und ich würde dich einfach gerne mal fragen, Maria, wie haben sich denn deine Arbeitsbedingungen jetzt während der Pandemie geändert? Denn wir haben jetzt die Belastung so vor der Pandemie ein bisschen erfasst und du hast beschrieben, wie das in der Pandemie auf der Station war. Was findest du denn in der Umfrage sozusagen da für dich persönlich wieder? Also kannst du etwas davon bestätigen oder widerlegen? Ich kann eigentlich alles bestätigen, oder? Weil gerade diese Covid-Intensivstationen, oder da hast du einfach mehr Intensivpatienten mit dem gleichen Personal betreuen müssen, oder? Und diese Arbeit von Herrn Kaltwasser ist deswegen auch sehr gut, weil es einfach auch den Unterschied zeigt, so ohne Kontakt zu Covid-Patienten und mit Kontakt zu Covid-Patienten. Also da biegen sich ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Balken. zu dem, was wir einfach dann nicht mehr durchführen könnten. Ja, manchmal musst einfach, hast dann wirklich sagen müssen, okay, der Patient wird jetzt halt einfach heute halt nicht gewaschen, ja, sondern es wird halt nur mal eine Intimpflege gemacht, oder bei die Mundpflege ist sich schon wieder nicht ausgegangen. Also ich finde mich da durchaus, durchaus wieder einfach und wahrscheinlich viele andere Kollegen auch. Ja, viele andere Kollegen auch. Du sagst es schon, es zeigt eigentlich auch sehr schön diese Grafik hier. Das ist eine Umfrage sozusagen der DGIN von Herrn Janssens, Herrn Hermes und Kollegen. Und hier sagen immerhin 64% der Pflegenden, dass sie sich überlastet gefühlt haben in der Pandemie. Und mittlerweile wissen wir das auch aus größeren Befragungen, dass die Prävalenz für Burnout vielleicht jetzt nicht ganz pauschal steigt, aber dass zumindest einen ganz starken Zusammenhang gibt zwischen Mehrarbeit, Personalknappheit, der Versorgung von Covid-Patienten und Burnout. Und das macht ja schon wieder diese Spirale deutlich, in der man sich da befindet, weil es ist ja völlig klar, dass unter dieser angespannten Personalsituation mit diesen schwerstkranken Patienten, die Sie alle auf der Covid-Intensivstation betreuen, die Belastung hoch ist. Und das ist ein Prozess, der sich eigentlich nur gegenseitig verstärkt. Und diese Situation haben wir während der Pandemie ganz deutlich dazu bekommen. Und da kannst du vielleicht mal auf die nächste Folie gehen, fällt sozusagen auf den Boden einer bereits bestehenden Belastungen. Hier diese Grafik ist bereits von 2016, wo sich große intensivmedizinische und intensivpflegerische Fachgesellschaften damit auseinandergesetzt haben. Was sind denn eigentlich die Faktoren, die so zum Burnout, um das vielleicht mal als Überbegriff zu nennen, der ja nicht in Gänze beschreibt, was für das Pflegepersonal an gesundheitlichem Schaden entsteht, aber nur um den als Überbegriff zu nennen, was dazu führt und wozu auch das Burnout führt. Schauen wir erst vielleicht ganz kurz unten zu der Grafik hin, also wo die roten Pfeile so hinzeigen, geht es im Prinzip darum, dass das Burnout-Syndrom natürlich die Kündigungsabsicht erhöht und auch das psychische Erkrankungen zumindest wahrscheinlicher macht und auch die Zufriedenheit mit der eigenen Pflege und auch mit der
Qualität der eigenen Pflege verringert. Und ausschlaggebend dafür, dass es überhaupt begünstigt wird, solche Symptome wie beim Burnout beschrieben zu empfinden, sind einerseits natürlich Persönlichkeitseigenschaften, aber die allein erklären das Phänomen natürlich nicht, sondern die Intensivstation als solche mit all ihren Gegebenheiten, also die ICU Environment wird es hier oben genannt, und die organisatorischen Faktoren, auf die wir dann gleich noch zu sprechen kommen, die machen es wahrscheinlicher, dass pflegende Moral Distress erleben, sich in ihrer Pflegequalität so fühlen, dass sie die nicht ausreichend ausüben können. Und das wiederum begünstigt alles das Erleben von Burnout. Und in Schwarz habe ich hier oben noch darüber geschrieben, welche Faktoren durch die Pandemie noch dazu kamen zu diesem bereits sowieso schon vorhandenen Stress. Und wir sehen also, dass die Belastung definitiv dadurch größer geworden ist in den letzten beiden Jahren. Das ist uns eigentlich so der wichtigste Punkt, den an der Stelle zu machen. Und wir sehen das auch, wenn wir mal auf die nächste Folie schauen, in den Erkrankungstagen der Pflegenden. Sie sehen hier in Gelb, das ist die Altenpflege, das ist jetzt nichts, worauf wir unseren Fokus richten, aber die lilane Zahl sozusagen oder die lilane Linie, das sind die Krankheitstage der Pflegenden. Da ist jetzt hier nicht Unterschied zwischen Intensivpflege und Pflege auf Normalstationen, aber Sie sehen, dass mit 22,4 Tagen im Jahr 2020 die viel höher liegen als die von anderen Berufstätigen. Das ist nämlich die untere Linie. Und das ist ein Befund, der auch seit Jahren sich durchzieht. Das sind ja hier Daten von den Krankenkassen, die seit 2012 erhoben werden, also aus Routinedaten. Keine Umfragen, sondern Routinedaten. Und ganz deutlich wird, dass Pflegende im Vergleich zu allen anderen Berufsgruppen häufiger an Atemwegs-, Muskel- und Skeletterkrankungen erkranken. Das ist, denke ich, ganz klar. Atemwegserkrankungen aufgrund der Infektanfälligkeit, Muskel- und Skeletterkrankungen aufgrund der schweren körperlichen Arbeit, die sie tun, aber eben auch die Rate an psychischen Erkrankungen ist höher. Und diese Erkrankungen führen auch zu einem deutlich längeren Dienstausfall als in anderen Berufen. Und das ist ein sehr gravierendes Problem, weil 47% der Arbeitsunfähigkeitstage sogar Krankschreibungen über 6 Wochen sind. Und das ist natürlich die andere Seite sozusagen dieser Belastung. Die zeigt sich nachher dann eben auch in einem erhöhten Krankenstand, wie alle diejenigen von Ihnen, die auch in Leitungsfunktionen tätig sind, das sicherlich bestätigen werden können. Und das reduziert natürlich die ohnehin schon angespannte Decke auf Station noch mehr. Und um vielleicht sozusagen noch einen Punkt hinzuzufügen, ist es auch so, dass die Pflegenden sich auch zu einem großen Anteil nicht vorstellen können, diesen Beruf bis zur Rente auszuführen. Also auch da müssen wir damit rechnen, dass Pflegende uns und diesen wichtigen Beruf frühzeitig verlassen, selbst wenn sie vielleicht gesund hoffentlich geblieben sind in dem Beruf, weil sie es sich einfach nicht vorstellen können, bis zur Rente arbeitsfähig zu sein. Also auch in diesem Bereich müssen wir damit rechnen, dass wir durchaus nochmal Pflegende verlieren. Und verständlicherweise ist ja deswegen der Druck auch immens hoch, warum wir heute diese Veranstaltung machen, um uns zu überlegen, wie kann man jetzt eigentlich in der Situation die Pflegenden unterstützen. Bevor wir auf diese Seite schauen mit Ihnen gemeinsam, ist es ganz wichtig, glaube ich, einmal diese Belastungsfaktoren überhaupt zu gewichten, überhaupt ein bisschen festzustellen, welche von diesen zahlreichen Belastungen, die wir ja bereits in der ersten Folie unseres Vortrages mit Ihnen einmal gesammelt haben, so ein bisschen zu priorisieren. Maria, kannst du dazu was sagen, so aus deiner Erfahrung, was so die schwerwiegendsten Belastungen sind? Also die Belastungen fangen immer dann vor allem an, wenn ich merke, ich muss anders anfangen. Jeder von uns hat einen sehr hohen Berufsethos. Ja, man hat sich ja auch irgendwo der Pflege verschrieben und man möchte auch die anvertrauten Patienten auch wirklich gut pflegen. Und wenn ich das nicht mehr kann, wenn ich nicht mehr gut pflegen kann oder wenn ich so das Gefühl habe, ich laufe eigentlich der Arbeit nur noch nach, ja, das ist, wenn das ab und zu ist, ja, es gibt diese wahnsinnige Strecke. Wenn das ab und zu ist, ja, dann ist das in Ordnung. Aber wenn es so dauernd ist, ja, aufgrund von Personalknappheit, das haben wir schon zuerst gesagt, kann ich zum Beispiel nicht mehr jeden Patienten von mir aus jeden Tag waschen, wie es in der Covid-Pandemie teilweise auf manchen Kliniken war. Oder es kommt einfach diese massive Mehrarbeit hinzu. Jeder von Ihnen, der die Covid-Patienten kennt, weiß einfach, dass das massiv schwerst kranke Leute sind. Und das wiederum macht dann einfach den Moral Distress. Also okay, das sind schon die Faktoren, ja.
Genau, also es sind schon die Faktoren, die auch mehrheitlich beschrieben werden als große Belastungsfaktoren, die du auch in deinem Arbeitsumfeld so wahrnimmst. Also die Personalknappheit, die dazu führt, dass die Pflegequalität nicht wie dem eigenen Anspruch angemessen erfolgen kann. Die Mehrarbeit und auch der Moral Distress, auf den wir jetzt gleich nochmal genauer eingehen werden, um ein bisschen mit Ihnen gemeinsam zu schauen, was sich da eigentlich dahinter verbirgt. Aber was wir an der Stelle nochmal deutlich machen wollen, dass auch das sind jetzt sozusagen Aussagen aus Krankenkassendaten. In dem Fall ist es eine Barmer Umfrage gewesen. Es ist ganz, ganz wichtig, einmal festzuhalten, dass wenn man bei einer interaktiven Tätigkeit, wie es Ihre Tätigkeit auf den Intensivstationen nun mal in hohem Maße ist, Abstriche machen muss in der Qualität der Versorgung, dass damit eine psychische Belastung einfach begünstigt wird. Das ist ganz klar, weil Sie alle kennen die Situation, wo Sie das Gefühl haben, sich zwischen lauter Notwendigkeiten und lauter Situationen, wo Sie dringend benötigt werden, eigentlich zerreißen zu müssen. Und das ist etwas, was einen unzufrieden zurücklassen kann. Ganz wichtig ist auch festzuhalten, dass die Beanspruchung, also das ist die Beanspruchung ist das, was für Sie persönlich hängen bleibt, ja. Das heißt also, dass Sie sich belastet fühlen von der Situation und für Sie eine negative Konsequenz daraus resultiert. Das ist die Beanspruchung, die sich für Sie aus der Arbeit ergibt. Und wenn die durch die Qualitätsabstriche aufgrund zu hoher Arbeitsmenge entsteht, das kann nicht kompensiert werden durch Ressourcen wie Anerkennung, Entwicklungsmöglichkeiten und so weiter. Also es nützt Ihnen in der Situation einfach nichts, wenn Sie eine irgendwie geartete Kompensationsmöglichkeit bekommen, wenn Sie wahrnehmen, dass die Arbeit, die Sie haben, zu viel ist, um sie in der erforderlichen Qualität zu erledigen. Und deswegen ist das ein Belastungsfaktor, auf den wir unbedingt unser Augenmerk richten müssen. Wir haben jetzt schon mehrfach diesen Begriff Moral Distress genannt und würden mit Ihnen einfach gerne mal eine Definition davon wagen und auch schauen, in welchen Bereichen der in der Intensivmedizin so relevant ist. Maria, vielleicht kannst du verknüpft sozusagen aus deinem Arbeitsumfeld was zu der Thematik sagen, wo dir das Phänomen so begegnet und was es eigentlich aus deiner Sicht überhaupt ist. Also moralischer Stress eigentlich beschäftigt uns immer dann, vor allem, Sie sehen, wir haben Ihnen da verschiedene Punkte aufgeschrieben. Es geht vor allem darum, zum Beispiel, wenn es geht um Haltungen und Vorgaben zu so diesen End-of-Life-Decisions, also das Leben zu beenden und wenn ja, wie beenden wir es oder wann kommt es überhaupt dazu? Es gibt dann auch meistens zwischen Ärzten und Pflege gibt es ja unterschiedliche Einschätzungen zum Therapieziel überhaupt. Also was macht der Patient bei uns auf der Intensivstation? Soll er da überhaupt hin? Wenn ja, was ist das Ziel ganz generell? Weil auch die Intensivmedizin natürlich immer noch und hochinvasiver wird. Dann gibt es noch die andere Seite, das ist noch eben so Ressourcenknappheit, das haben wir jetzt zuerst schon angesprochen, also personell oder materiell, unter denen dann Qualität der Patientenversorgung massiv leidet. Vielleicht können Sie sich noch an den Beginn der ersten Welle erinnern, wo noch vielleicht keine Covid-Patienten bei Ihnen waren, aber das so hoch, langsam hochgefahren wurde und hochgekocht ist und auf einmal gab es dann kein Desinfektionsmittel mehr und es gab keine Masken mehr, weil die irgendjemand noch mitgenommen hat oder die Besucher haben sie ja zum Teilweise auch dann rausgenommen. Also es wurde berichtet, zum Beispiel, dass Desinfektionsmittel geklaut wurde. Das kann dann auch einen gewissen Stress machen. Also wo kriege ich meine Maske her, wenn ein Covid-Patient kommt? Manchmal hat man nur die Wahl zwischen ausschließlich suboptimalen Behandlungsoptionen. Das heißt, das sind dann manchmal die Patienten, die so nur diese 50-50-Chance haben. Und meistens trifft man dann auch das in einer Situation wieder, wo es so die Notwendigkeit auch zu wahnsinnig schnellen Entscheidungen ohne Berücksichtigung ethischer Perspektiven gibt. Ja, also manchmal muss man einfach ganz schnell eine ECMO einbauen, um das Leben eines Patienten zu retten und kann sich dann im Nachhinein auch schon mal das Gesamtbild anschauen. Wir aus der Pflege, und das ist etwas, was ich Ihnen heute ein bisschen mitgeben möchte, müssen aber auch, natürlich auch die Ärzte, aber wir müssen schon ganz klar unterscheiden, was halte ich für persönlich richtig und welche Dinge schreibt mir aber zum Beispiel eine Organisation oder gar das Gesetz vor. Die Pflege ertappt sich manchmal dabei, wenn sie gerade bei der Visite so ein bisschen den Ärzten Druck macht und sagt, Ma, ich habe so das Gefühl, der Patient nicht mehr und die Angehörigen haben auch schon was gesagt, dass er kein Pflegefall werden will und so weiter und so fort. Deswegen gibt es da schon kleine Dinge, die man in dem Bereich tun kann,
die wir Ihnen dann später noch ein bisschen ans Herz legen wollen. Aber das Gesamtpaket dieses Moral Distresses ist einfach extrem anstrengend für uns. Theresa, Definitiv. was machen wir dann? Ja. Ja, genau so, wie du es eigentlich schon genannt hast, so zeigt es sich dann eben auch in dem, wie Pflegende darauf reagieren, wenn sie ein hohes Maß von Moral Distress, egal aus welchem Grund, erstmal erleben. Das kann ja die insuffiziente Qualität der Versorgung sein, die sie Patienten anbieten. Das kann aber auch ständig vertagte, aus Sicht der Pflege vertagte Entscheidungen sein oder nicht nachvollziehbare Entscheidungen. Definitiv erhöht es sich Kündigungsabsichten beim Personal. Das hat auch diese große europäische Studie, die Dysprobrikus-Studie, eindeutig gezeigt, erhöht leider auch das Risiko für psychische Erkrankungen und gefährdet die Patientensicherheit. Schon aus diesem Grund sollte man sich unbedingt den verschiedenen Facetten von Moral Distress widmen. Und ganz wichtig ist nur an dieser Stelle auch schon mal festzuhalten, es wird nicht einfach über ein Entspannungstraining gehen, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, sondern wie man differenziert die verschiedenen Belastungsbereiche adressieren kann, das wird mir Ihnen gerne noch zeigen. Vielleicht als ersten Schritt schon mal ein paar Empfehlungen, was ja auch schon für hilfreiche Aspekte, Themen und Empfehlungen erarbeitet wurden. Maria, was gibt es denn da schon? Ja, da waren ein paar Mitglieder in den Sektionen sehr fleißig und haben da vor allem dann in der Pandemie verschiedene Empfehlungen herausgegeben. Vor allem diese Überversorgung in der Intensivmedizin, die immer wieder genannt wird. Also wo es um Therapie-Zielentscheidungen geht zum Beispiel, dass man das erkennt, benennt und vermeidet. Da gibt es ein Positionspapier der Sektion Ethik. Dann auch die Sektion Ethik hat dann noch ein gutes Papier herausgegeben. Entscheidungen über die Zuteilung Intensivmedizin-Ressourcen, vor allem im Kontext mit der Covid-19-Pandemie. Dann hat es relativ bald einmal am Anfang, das war dann, es war gemeinsam mit dir, Theresa, und der Pflege, hat es dann eine Empfehlung gegeben von Schutz und Erhalt der psychischen Gesundheit von Mitarbeitern in Notaufnahmen und auf Intensivstationen. Und gerade dieses Papier lässt sich gut runterbrechen, auch auf Normalsituationen, also normale Krisensituationen außerhalb der Covid-19-Pandemie. Und das war, finde ich, für mich eines der wichtigsten Papiere, auch dieses Positionspapier von euch zur Regelung von Angehörigenbesuchen in Krankenhäusern während Pandemien. Einfach damit es mal klar definiert werden kann. Also da hat sich schon ganz viel getan, aber am meisten wirklich diese Überversorgung in der Intensivmedizin. Und wer sich jetzt das nicht alles zum Beispiel durchlesen will, der kann nämlich, es gibt ein Webinar zu diesem Positionspapier, da kann man sich gerne mal so ein bisschen berieseln lassen. So Empfehlungen, was Moral Distress betrifft, hören Sie aufmerksam Ihren Kollegen zu und versuchen Sie ihnen vor allem nicht das auszureden, sondern gehen Sie mal wirklich raus mit denen auf eine Tasse Kaffee und überlegen Sie gemeinsam, ob Sie nicht was tun können. Verlagern Sie vor allem den Fokus von moralischer Not auf Moral. Also das heißt nichts anderes wie, wo kann ich was helfen und wo liegt zum Beispiel mein Einflussbereich, ja, und wo nicht. Also vielleicht kann ich es den Patienten einfach mit einer guten Lagerung vielleicht besser machen, aber gewisse Entscheidungen kann nicht ich treffen, sondern das müssen die Ärzte machen. Aber fördern und fordern Sie auch ethisch abgestimmte Diskussionen und vor allem auch Weiterbildungen und gegebenenfalls die Einrichtung einer regelmäßig ethischen Fallberatung oder Visite. Das dauert zwar immer länger, aber wenn man da ein bisschen dranbleibt, dann kann es durchaus was werden. Vielleicht, Maria, können wir die Zeit nutzen, an der Stelle vielleicht tatsächlich kurz einzuhaken. Einerseits hat der Andreas, glaube ich, eine Frage und andererseits ist es eigentlich auch etwas, wo es sehr interessant ist, mal zu hören, wie es den Pflegenden auf den Stationen geht mit dieser Art von ethischer Unterstützung, sei es jetzt externe Ethikberatung, sei es eine Ethikvisite oder sei es wirklich die Umsetzung dieses Positionspapiers auf den eigenen Stationen. Also es wäre sehr interessant von Ihnen zu hören oder zu lesen, welche Art von Erfahrung Sie damit haben, ob das auf Ihrer Intensivstation gut gelingt, wie das gelingt, weil so dass wir auch ein Stück voneinander lernen können. Aber ich würde gerne erstmal Andreas das Wort geben an der Stelle. Ja, es kamen schon zwei Fragen. Also Sie können sich gleich auch selber zu Wort melden, dann kann ich Sie freischalten. Sie müssten mir nur ein Zeichen geben, um wen es sich da handelt. Also einfach mal die Hand heben, dann kann ich Ihnen das Mikro freischalten, dann können Sie direkt sich äußern. Also hier hat die Frau
Heimdall gefragt, also oder auch bemerkt, dass ein Belastungsfaktor eben die Personalknappheit ist und ob es Studien dazu gibt, wie sich denn der Einsatz von Leasingkräften auswirkt. Ist das eher dann das positiv? Das konnte ich jetzt nicht verstehen. Da war der gleichzeitig. Theresa, weißt du was dazu? Also ich habe das noch nicht. Genau, also tatsächlich muss ich aber gestehen, habe ich nach diesem Begriff auch noch nicht gesucht. Also was ich ja von Station selber kenne, ist diese Diskrepanz, die Ungleichheit, die Sie ja alle sicherlich auch von Ihnen, von Ihren Stationen kennen, die ja durchaus für das Teamgefüge entscheidend ist. Aber mir ist keine Studie bekannt, aber aufgrund fehlender Recherche explizit zu dieser Thematik. Also eine Studie kenne ich persönlich dazu auch nicht, aber ich kann mir lebhaft vorstellen, dass wir sind ja ein Stück weit genötigt, Leasingkräfte einzusetzen, was per se ja nicht schlecht ist. Aber wenn man sich nun mal vorstellt, es gäbe keine, wie die Situation dann auf den Stationen wäre, könnte ich mir vorstellen, dass die Belastung nochmal deutlich ansteigen würde. Eine andere Frage ist, ob der Einsatz von Krankenhausseelsorge unterstützend sein kann und wenn ja, wie man die wohl durchführen kann oder einbeziehen kann. Ah, unbedingt. Also ich überlege gerade, wir kommen sicher später auch nochmal drauf, aber es lässt sich hier gern schon drauf eingehen. Also alle die Personen, die so eine psychosoziale, schrägstrich seelsorgliche Unterstützung leisten können, die können sie proaktiv einbinden. Also für jemanden, der noch nie auf einer Intensivstation war, und auch ich habe ja irgendwann vor über 10 Jahren mal angefangen, ist es sehr hilfreich, wenn Sie den Personen sagen, was sind so die hauptsächlichen Gebiete, wo die tätig werden sollen, wenn dann auch, also quasi wie so eine kleine interne SOP, in welchen Situationen sollen die dazugerufen werden, was ist deren Zuständigkeit, was sollen die da tun. Ich glaube, auf diese Art und Weise kann das sehr, sehr gut gelingen. Und es gibt ja auch einen großen Teil von Krankenhäusern, die in Bereichen liegen, wo die Menschen durchaus sehr viel mehr konfessionell gebunden sind als beispielsweise hier bei uns in Thüringen. Zum Beispiel kenne ich es von der Uniklinik in Würzburg, die dort sehr, sehr viele Seelsorgende haben, die ja auch oft, das muss man ganz klar sagen, die Kriseninterventionen abdecken. Also wenn Sie sich als Intensivstation überlegen, wo Sie Seelsorgende einbinden wollen, für welche Ziele, für welche Aufgaben, dann denke ich, dass die Seelsorgenden selbst darüber wahrscheinlich sehr froh sind, wenn es da eine klare Vorstellung davon gibt, was sie eigentlich von denen wollen und in welchen Bereichen. Und die können ja dann auch sagen, was sie können und was sie nicht übernehmen können oder wollen, wo sie das vielleicht nicht als ihre Arbeitsaufgabe sehen. Also da immer proaktiv auf solche möglichen psychosozialen Unterstützer zuzugehen, das würde ich persönlich sehr empfehlen. Das waren die zwei Fragen. Jetzt nochmal zu eurer Frage an das ganze Auditorium. Also beziehungsweise, weil wir haben diesen Vortrag schon an anderer Stelle halten dürfen und haben da auch interessante Rückmeldungen bekommen, weil ich mir vorstellen kann, also es gibt Kliniken, wo zum Beispiel die Ethiker jede Woche mit über Stationen gehen und dass es da durchaus schon sinnhafte, gelebte Konzepte gibt und das würde uns auch sehr interessieren, also dass wir das auch teilen können hier in dieser Gruppe, womit vielleicht Sie schon gute Erfahrungen auf Ihrer Station gemacht haben, welche Formate sich bewähren. Jetzt, Theresa, jetzt bleibt aber so ein bisschen die Frage offen. Muss ich mich jetzt ändern oder muss sich eigentlich das gesamte System ändern? Ach so, genau. Du bist jetzt schon zum nächsten Punkt gegangen. Das ist auch okay. Ja, mich hätte interessiert, ob es wirklich noch zu diesem Punkt der Ethik eine Rückmeldung gibt. Das ist okay. Du kannst es aber gern schon lassen, weil über diese Frage können wir, glaube ich, alle schön nebenbei nachdenken. Wir können sonst die Frage natürlich auch sehr gern an Sie in den Chat abgeben, sodass Sie auch voneinander lesen können, welche Formate funktionieren. Ethikvisiten, Ethikgespräche, Ethikkonsile. Bei uns ist es zum Beispiel die Langliegerbesprechung, die sich mittlerweile ganz gut und zaghaft durchsetzt, sodass man sie wirklich jede Woche durchführt für Patienten, die längere Zeit da sind, um immer wieder sich gut interprofessionell abzustimmen. Und das hat natürlich auch eine große ethische Komponente. Genau, Andreas, siehst du was im Chat, was wir vielleicht berücksichtigen könnten? Also jetzt bezogen auf deine Frage nicht. Gut, dann können wir es so stehen lassen. Es ist für mich völlig in Ordnung und können gern darauf zurückkommen, wenn es einen guten Impuls gibt oder vielleicht, wenn es eben auch noch keine Impulse gibt, dann sei Ihnen allen ans Herz gelegt, sich das Webinar der Sektion Ethik nochmal anzuschauen und vielleicht zu überlegen, was
für Ihre Station da umsetzbar ist, was Ihnen helfen kann, solche ethisch abgestimmten Diskussionen, wie Maria sie gerade angesprochen hat, auch umzusetzen. Und jetzt hast du die Frage gestellt, Maria, finde ich eine sehr schöne Frage, muss sich der Mitarbeiter oder das System ändern? Weil das ist eigentlich die Frage, auf die es hinausläuft. Ja, also liegt es jetzt sozusagen an uns selbst, vielleicht einen anderen Anspruch an die Arbeit zu haben, vielleicht auch einen besseren Ausgleich gewinnen zu können, damit wir das alles besser aushalten können? Oder muss eigentlich die zentrale Änderung vom System kommen, damit die Arbeitsbedingungen besser werden? Und die ganz einfache Antwort lautet, beides ist notwendig. Das sind unterschiedliche Bereiche der Prävention. Das eine ist die Verhaltensprävention. Da geht es hier darum, dass wir wirklich das Verhalten von Individuen oder Gruppen, also in dem Fall die Pflegenden, verändern wollen. Das ist ein Ansatz, den wir verfolgen müssen. Und genau der zielt darauf ab, die Ressourcen und Kompetenzen der Pflegenden zu stärken. Aber gleichzeitig, und das ist ganz, ganz wichtig, brauchen wir auch diesen zweiten Bereich der Prävention, nämlich die Verhältnisprävention. Und hier geht es darum, so wie es in dem Begriff auch genannt ist, die Verhältnisse, also die Arbeitsverhältnisse, Arbeitsorganisation und Struktur zu ändern. Und das beinhaltet natürlich auch in hohem Maße die Führung, die Leitung und die ganzen Abläufe. Und das ist uns wirklich wichtig, diesen Punkt zu machen, weil es oft in der Debatte um gerade psychische Belastungen aus meiner Erfahrung völlig vernachlässigt wird, dass nicht jede psychische Belastung sich mit einer primär psychologischen Intervention sinnvoll reduzieren lässt, sondern dass man erstmal schauen muss, in welchem Bereich der Belastungsfaktoren befinden wir uns hier und wie können wir dementsprechend darauf reagieren. Und das ist etwas, wo wir mit Ihnen jetzt im zweiten Teil des Vortrages gern hinschauen möchten. Also was gibt es denn für Möglichkeiten, die Mitarbeiter zu unterstützen in ihren Kliniken, auf ihren Intensivstationen? Und wir möchten einfach ein bisschen sammeln. Und ich würde gerne mal damit beginnen, Maria, was gibt es denn eigentlich schon vor allen Dingen so auf der Arbeitgeberseite? Also was ist denn eigentlich die Aufgabe des Arbeitgebers bei dieser Thematik der Belastungsreduktion? Genau. Also dazu muss man einfach auch wissen, dass der Arbeitgeber, also sei es jetzt in Deutschland oder in Österreich auch, dazu verpflichtet ist, die Mitarbeiter quasi auch psychisch gesund zu erhalten. Also der ist nicht nur dazu verpflichtet, ihnen Schutzkleidung zur Verfügung stellen, sondern der muss auch schauen, dass ihnen nach potenziell traumatisierenden Ereignissen Hilfe zukommt. Also Sie sehen auf der linken Seite ist das von der AUVA, das ist das österreichische Pendant zur DGUV, gibt es auch das noch einmal als kompakte Büchlein, das kann man sich auch auf der Seite dann herunterladen. Und was wir noch im Zuge unserer Recherchen gefunden haben, das ist eigentlich recht was Neues, und zwar in Österreich bietet diese AUVA, diese allgemeine Unfallversicherung, bietet mittlerweile ein notfallpsychologisches Betreuungskonzept an. Das heißt, es kommen Psychologen in ihre Klinik und evaluieren, ob man sowas braucht, und dann wird selber im Haus selbst wird ein sogenanntes Peer-System ausgebildet. Aber zu diesem Peer-System kommen wir noch später. Aber nochmal, auch der Arbeitgeber ist gesetzlich allein schon dazu verpflichtet, seine Mitarbeiter psychisch gesund zu halten. Das ist vielleicht ganz gut, wenn du nochmal die Folie kurz zurückgehst, Maria, wenn wir in dem Zusammenhang auch darauf hinweisen, diese Pflicht, die erschöpft sich natürlich nicht bei potenziell traumatisierenden Ereignissen. Ganz im Gegenteil. Ja. Diese potenziell traumatisierenden, also diese schwerwiegenden Ereignisse, die sind so ein Bereich, den man eigentlich ganz gut rausgreifen kann. Weil dafür ist es sozusagen relativ übersichtlich, weil das ist monokausal. Ich habe hier eine Ursache, nämlich ein potenziell traumatisierendes Ereignis. Das kann zum Beispiel ein Behandlungsfehler sein. Das kann der Kollege sein, der zu uns auf die Intensivstation kommt, weswegen wir besonders außerordentlich belastet sind. Und für diesen Bereich gibt es eigentlich eine ganz klare Vorgabe, wie der Arbeitgeber damit umzugehen hat. Und die Mitarbeitergesundheit umfasst natürlich noch sehr, sehr viel mehr. Aber das mal als kleiner Ausschnitt, wo es eigentlich ganz konkrete Empfehlungen gibt, die jede Klinik eigentlich sofort umsetzen kann und auch muss. Genau, und dann schauen wir mal auf die Pandemie. Dort gab es ja viele Initiativen in Kliniken, wo versucht wurde, für die Mitarbeitergesundheit eigentlich auch ad hoc etwas umzusetzen. Und jetzt würde mich erstmal so fernab von der Evidenz interessieren, Maria, was hat denn da eigentlich gut funktioniert aus deiner Erfahrung?
Also was gut funktioniert hat, und damit sind wir eigentlich schon wieder ein bisschen zurück bei der Frage, wo es um die Seelsorge ging, das war so dieser informelle Support. Und damit ist einfach gemeint, dass man Personen, die sich sowieso regelmäßig auf der Station befunden haben, also war es zum Beispiel der Seelsorger oder die bereits implementierte Psychologin, dass die quasi wirklich mit dem Mitarbeiter so teilweise dann so Tür- und Angelgespräche geführt haben, also wo man sich salopp gesagt mal schnell auskotzen konnte in 5 Minuten, das hat eigentlich ganz gut gefehlt. Man weiß auch heute, dass so ein geregeltes Informationsmanagement Belastungen verhindert. Also hier in Feldkirch gab es auch regelmäßige Newsletter, die gibt es bis heute von der Leitung oder von der Krankenhausbetriebsgesellschaft, wo man es eigentlich immer auf dem Laufenden gehalten hat. Also so wird es in 2 Wochen vielleicht aussehen und bitte bereiten Sie sich vor und das haben wir geplant und so wird die Personaleinteilung sein. Also dann habe ich das schon mal aus dem Hinterkopf weg. Vor allem, das ist auch. Das verhindert dann auch so dieses Katastrophisieren im Kopf und dieses Grübeln, was auch psychisch sehr belastend ist. Was gut funktioniert hat auch, das hat man dann in der zweiten und dritten und vielleicht auch in der vierten Welle gesehen, dass bereits implementierte Unterstützungsstrukturen zur Reduktion von Belastungsspitzen ganz gut funktioniert haben. Und damit ist zum Beispiel gemeint, dass Personal, bei uns war es aus dem OP und aus der Anästhesie, die sind zu uns helfen gekommen, weil einfach das OP-Programm wurde heruntergefahren und die Mitarbeiter dort haben uns dann auf der Station ausgeholfen. Und wenn man das einmal hochgezogen hat, dann funktioniert das auch immer wieder. Und auch indem man zum Beispiel so diese psychosoziale Versorgung der Patienten und Angehörigen auch auf mehrere Professionen aufteilt. Viele Krankenhäuser haben begonnen mit Videotelefonie, weil Besuche einfach nicht mehr möglich waren. Und ich weiß gerade von großen Krankenhäusern, die haben teilweise auch Medizinstudenten eingebunden, die haben noch Leute eben von anderen Stationen eingebunden, die rein für diese Videotelefonate mit den Angehörigen und den Patienten zuständig waren. Also das hat wirklich auch gut funktioniert. Ich denke, Was vielleicht können wir tatsächlich lohnt sich es vielleicht an dieser Stelle kurz innezuhalten. Einerseits, weil Andreas gefragt hat, ob es vielleicht nochmal die Möglichkeit gibt, kurz innezuhalten und noch Fragen zu beantworten oder den Diskussionsbedarf, der vielleicht entstanden ist, gleich aufzugreifen. Das würde ich jetzt gerne erstmal an Andreas überleiten und dann auch um zu fragen, wie das bei Ihnen auf den Stationen gewesen ist, also ob Sie vielleicht auch andere Erfahrungen gemacht haben, was gut funktioniert hat an Maßnahmen, die Sie als Pflegende entlastet haben. Denn auch da können wir ja voneinander lernen. Das können Sie ja gerne schon mal überlegen, ob Ihnen da was einfällt, in den Chat schreiben. Und Andreas, du hattest noch Diskussionsbedarf vernommen, wahrscheinlich zum Aspekt der Ethik. Und das ist ja auch ein Thema, das zieht sich ja durch. Deswegen können wir da gern drauf Bezug nehmen. Ja, die Frau Hiesener, die hat einen großen Text geschrieben. Vielleicht ist es leichter, Frau Hiesener, wenn Sie das selber vortragen können. Aber ich sehe gerade, ich kann Sie gar nicht freischalten. Warum nicht? Schade, muss ich ja doch vorlesen. Also, da geht es halt darum, dass Sie also ein großes Angebot auf den Stationen haben in Bezug auf Fallbesprechung und Beratung nach belastenden Situationen. Weil die Erfahrung ist, dass alles, was zusätzlich für die Mitarbeiter angeboten wird, als Mehrarbeit erlebt wird und wenig angenommen wird, weil alle froh sind, nach dem Dienst nach Hause zu kommen. Also eine Erfahrung, die kann ich durchaus teilen. Wenn Sie allerdings an solchen Angeboten teilnehmen, finden Sie es entlastend und gut, darüber gesprochen zu haben, auch interprofessionell. Also, Ja. wenn die Station schon sowas anbietet, ja, dann sollte man das in Anspruch nehmen. Und die, die dort waren und danach ja auch sagen, das war gut und das war befreiend, die können das vielleicht dann auch den anderen Mitarbeitern sagen. Aber mehr wie sowas anbieten, kann der Arbeitgeber dann auch wieder nicht. Ja, und da sind wir eben genau bei dem. Muss IMI ändern oder muss sich das System einfach ändern? Tschüss, Lukas. Meine Kinder gehen gerade zu Bett, Entschuldigung. Ja, sehr schön, Maria. Also ich finde, also vielen Dank erstmal für diesen Kommentar aus Ihrer Klinik und das zeigt es eigentlich wunderbar, wie Maria auch gerade zusammengefasst hat. Also natürlich gibt es auch Angebote und das sehen wir gleich auch auf der nächsten Folie, die gehen einfach am Bedürfnis und am Bedarf eines Pflegenden auf der Intensivstation völlig vorbei.
Und da denke ich nur an diese ganzen Hotline-Angebote von externen. Also wenn da irgendeine Hotline irgendwo geschaltet ist von jemandem, der am besten noch nie auf einer Intensivstation war oder in der Notaufnahme und überhaupt nicht weiß, was diese Menschen dort beschäftigt, das, glaube ich, ist ein Unterstützungsangebot, das kann wenig greifen. Und es gab eine Arbeit aus China ganz am Anfang, die genau das auch sehr schön präzise benannt haben. Dort haben die Pflegenden nämlich als Rückmeldung gegeben, was sie sich gewünscht hätten, wäre jemand gewesen, der direkt in der Patienten- und Angehörigenversorgung mit tätig ist und da entlastet, also psychosozial entlastet. Und das zeigen ja auch die Daten vom Herrn Kaltwasser, dass deutlich wahrgenommen wurde, dass man da gern mehr unterstützt hätte, als man das hat tun können. Aber ein Angebot von ganz extern, von Leuten, die keine Systemkompetenz haben, das ist schwierig. Das heißt aber nicht, dass externe Beratungsangebote gar nicht funktionieren, sondern genauso wie es Maria auch gesagt hat, würde ich das auch bestätigen. Wenn es solche Angebote gibt in Ihren Kliniken, dann würde ich auch sehr empfehlen, die absolut zu nutzen und die auszuprobieren. Denn die Sinnhaftigkeit beispielsweise einer Supervision, die erfährt man nicht in einer einzigen Sitzung, sondern das ist ein Instrument, was eigentlich eine Verlaufsbegleitung ist. Und wenn wir auf die Palliativstationen schauen, gehört es dort einfach zum Qualitätsmanagement dazu. Und wie sich zeigt, ist es dort für die Pflegenden und Ärzte Selbstverständlichkeit geworden und auch für ihre Aufrechterhaltung der psychischen Gesundheit relevant. Deswegen würde ich das nochmal unterstreichen, Maria, was du auch gesagt hast. Es ist in Anspruch nehmen, und es ist ja nicht jeder Dienst gleich belastend. Ja, in der Pandemie war das vielleicht eine Ausnahmesituation, aber alles, was jetzt angeboten wird, das kann man ja auf jeden Fall wahrnehmen, ne? Auch wenn die Situation natürlich nicht völlig entspannt ist jetzt, aber es ist ja schon ein Unterschied, ob man 30 Covid-Patienten hat oder wieder auch teilweise elektives Programm auf den Stationen. Genau, aber da kommen wir schon dazu, Maria, was hat denn eben nicht gut funktioniert? Ja, und vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen. Also, wenn eben diese Bedürfnisse, man hat uns dann auch so Frontline Healthcare Workers, also die quasi an der Frontlinie stehen, hat man uns auch genannt, dass einfach diese Bedürfnisse nicht beachtet wurden. Also immer noch mehr Patienten zu versorgen, mit immer noch weniger Personal zum Beispiel und auch eben dieser Mangel an Zeit und Personal zur Umsetzung von den Maßnahmen. Also, und das ist ja das, was wir auch schon ganz am Anfang gesagt haben, was wiederum zu diesem maximal moralischen Distress einfach führt, wenn ich einfach keine Zeit mehr für meine simplen grundpflegerischen Tätigkeiten habe. Und dann haben manche Kliniken eben versucht, und das ist das, was auch die Fragestellerin, glaube ich, gemeint hat oder wie sie es uns geschrieben hat, dann hat man Maßnahmen in der Pandemie implementiert, eben wie zum Beispiel eine aufwendige Supervision. Und da haben die Leute wirklich keine Lust mehr gehabt, nach 12-Stunden-Diensten zum Teil sich dann noch in einem Sitzkreis einfach zusammenzusitzen. Das heißt, was wir gelernt haben in der Covid-19-Pandemie, dass Dinge, die bereits implementiert waren, super funktioniert haben, also der Psychologe oder der Seelsorger, aber nicht aufwendige Supervisionssysteme. Das muss unter Umständen erst, das kann danach passieren, ja, aber nicht während der Pandemie. Das heißt, was man bis dato nicht an Unterstützungskompetenz implementiert haben, kann nur zum Teil oder überhaupt nicht in der Pandemie nachgeholt werden. Und das ist eigentlich auch schon mal, jetzt könnte man noch ein bisschen so in der Literatur schauen, Therese, was gibt es denn da eigentlich so Interventionen? Ist das schon mal so ein bisschen untersucht worden? Ja, genau. Auch hier sozusagen gibt es schon Cochrane Review zu der ganzen Thematik. Also es sind ja wirklich Interventionen aus dem Boden gesprossen wie die Pilze. Und das ist erstmal sehr gut, weil es im Prinzip bedeutet, dass sich einer Thematik gewidmet wurde in der Pandemie auch von Seiten der Forschung, die uns ja hoffentlich voranbringt, dass man also ausprobiert, was hilft denn eigentlich den Pflegenden auf Stationen. Und Sie alle kennen ja diese Initiativen, die es sicher auch auf Ihren Stationen gab und wo ich auch sehr gespannt bin, nochmal zu erfahren, was Sie vielleicht da Positives erlebt haben. Denn wir hatten auch schon die Rückmeldung, Maria, dass Supervision eben gerade gut funktioniert hat in der Pandemie. Und das macht uns ja deutlich, was in der einen Klinik funktioniert, kann in der anderen Klinik das falsche Instrument sein. Also es wird nicht, und da kommen wir auf unsere erste Folie zurück, das Patentrezept geben. Wenn man sich jetzt die Forschung anschaut, dann zeigt das eigentlich dieses Review auch genau das. Es wurde hier untersucht, Maßnahmen zur Veränderung des Arbeitsplatzes, Unterstützung alltäglicher Bedürfnisse, psychologische Unterstützung und ein ganz kleiner Teil ging es um pharmakologische Behandlung. Es war aber nur ein ganz geringer Teil von Studien bei Personal, was wirklich manifeste Störungen entwickelt hat.
Und man kann es so zusammenfassen, dass es aktuell, wenn überhaupt, nur eine ganz, ganz geringe Evidenz gibt, dass diese Maßnahmen, egal aus welchem Bereich sie kommen, einen Vorteil bieten für die Entwicklung der Resilienz und der psychischen Gesundheit der Mitarbeiter. Und das kann einen jetzt natürlich sehr frustrieren, dass das so gefühlt so gar keine Evidenz vorhanden zu sein scheint. Aber ganz so ist es auch nicht. Ich würde gerne noch kurz bei dieser Folie bleiben, denn was dieses Review auch sehr gut gezeigt hat, ist, dass die Maßnahmen umso besser implementiert werden können, wenn sie so bedarfsgerecht sind und auf die Klinik zugeschnitten sind und auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter. Und es muss also immer ein individuelles Konzept der eigenen Klinik sein, weil wie Sie alle wissen, wir sind jetzt hier ungefähr 83 Teilnehmer. Das gibt also, wenn sie alle von unterschiedlichen Stationen kommen, unterschiedliche Stationskulturen, unterschiedliche Dinge, die möglich sind. An der Seelsorge hat man es ja vorhin mal schön festgemacht. Es gibt Kliniken, da ist die Seelsorge auf der Intensivstation zu Hause. Da wird die von Ihnen angefordert als selbstverständlicher Teil des Teams. Und es gibt Kliniken, die würden nie im Leben den Seelsorger anrufen, aus unterschiedlichen Gründen. Und deswegen muss das Konzept immer individuell auf die Klinik zugeschnitten sein und dass es noch keine Evidenz gibt. Das heißt nicht, dass diese Maßnahmen allesamt nicht sinnvoll sind. Das ist auch ganz wichtig, dass wir das zum derzeitigen Punkt natürlich auch nicht jetzt negativ bescheiden können, sagen können, da machen wir es eben nicht mehr, weil es sich gezeigt hat, es ist noch nicht evident, dass es die psychische Gesundheit der Mitarbeiter wirklich stützt. Stattdessen würden wir ganz gern mal in Bereiche schauen, wo es einfach schon gute Unterstützungsstrukturen gibt. Und hier würde man gerne kurz in die Präklinik einmal werfen, Maria. Du bist ja auch lange, lange in der Krisenintervention schon tätig. Und wie sieht es denn in diesem Bereich aus? Da ist es ja auch so, dass wir Mitarbeiter haben, die ständig einer hohen Belastung ausgesetzt sind. Und aus diesem Grund hat sich Maria jetzt wahrscheinlich auch aus dem Webinar einfach schon rausgeklingt. Zumindest sehe ich sie nicht mehr. Da sie aber diejenige ist, die hier die Folien weiterklicken kann, da bist du wieder, Maria, sehr schön. Ich habe schon mal den Link zur Krisenintervention gemacht, habe mich gefragt, warum du jetzt verschwindest. Genau. Die Technik. Die Technik. Also, Link zur Krisenintervention. Was gibt es denn schon sozusagen an etablierten Strukturen, an denen wir uns vielleicht auch orientieren könnten? Erzähl uns doch mal bitte was aus dem Bereich der Krisenintervention, wo du ja auch schon lange tätig bist. Also können wir aus dem Bereich was lernen? Ja, absolut. Es hat sich halt mittlerweile eingebürgert, dass vielfach Blaulichtorganisationen, sogenannte Peer-Systeme, aufgebaut werden. Das heißt eben, Eigenmitarbeiter werden als Peers, als Support den Leuten zur Verfügung gestellt. Und die machen bereits so sekundärpräventive Maßnahmen. Was das noch ganz genau ist, da kommt die Frau Defner dann nochmal drauf zurück. Die machen das bereits während hochbelastender Einsätze. Und die Maßnahmen beziehen sich unter anderem auf das darauf, dass man Leute beobachtet, ob sie Überlastungszeichen zeigen und schaffen dann auch konkrete Entlastungsangebote. Das wäre zum Beispiel nichts anderes, wenn der Chef in der Pandemie zur Mutter, die schon sehr erschöpft wirkt, einfach sagt, du soll ich dir mal schauen, dass du vielleicht wieder 3 Tage frei hast und zu Hause sein kannst, damit du zu Hause mal wieder klar Schiff machen kannst, zum Beispiel, ja. Und dass man einfach auch schaut, dass die Mitarbeiter immer auch dass die so gestärkt werden in ihrem kollegialen Support. Und das müssen nicht unbedingt eigene Peers sein, sondern das können auch von anderen Teams Peers sein. Aber das funktioniert eigentlich in diesen Blaulichtorganisationen schon ganz lang so gut. Aber Theresa, was sind denn eigentlich so präventive Maßnahmen überhaupt? Ja, wir haben jetzt schon mehrfach eigentlich in verschiedenen Zusammenhängen von Prävention gesprochen und das kommt eigentlich aus dieser Trias, die wir Ihnen einmal kurz nennen möchten, also primäre, sekundäre und tertiäre Prävention. Das ist so der Bereich, in dem wir vielleicht die Mitarbeitergesundheit, zumindest die Unterstützung der Mitarbeitergesundheit denken können. Und das Gute an diesem Kreislauf, den ich Ihnen gleich erläutern werde, ist, das bedeutet, dass man in jeder Phase ansetzen kann und dass sozusagen auf die eine auch immer die andere folgt. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, man hat sich jetzt in der Pandemie
Und die könnten wir ja wirklich als andauernde Krisensituation für alle Mitarbeiter begreifen, darüber Gedanken gemacht, wie kann ich denn jetzt das Personal unterstützen? Dann sind wir hier im sekundärpräventiven Bereich. Das bedeutet, in akuten Belastungssituationen versuchen wir eine Unterstützungsmaßnahme zu finden. Und dann haben wir ja schon festgestellt, dass diese viel genannten Tür- und Angelgespräche, der niedrigschwellige Support, der auf Station vorhanden ist, dass das gut funktioniert hat. Und Maria hat es gerade eben auch erwähnt, kollegiale Unterstützung, also auch die Sie sich als Kollegen einfach in Anführungsstrichen geben, ist etwas, was sehr unterstützend wahrgenommen wurde während der Pandemie. Das sind alles sekundärpräventive Maßnahmen. Wenn wir im Bereich der tertiären Prävention schauen, dann sprechen wir hier von Maßnahmen, die beispielsweise dann dafür geeignet sind, psychische Gesundheit wiederherzustellen, an Stellen, wo sie nicht mehr vorhanden ist. Hier reden wir zum Beispiel vom Bereich der Wiedereingliederung und wir werden gleich noch im Detail darauf eingehen, was da noch für Maßnahmen drin so verborgen sein können. Und diese Maßnahme weist dann wieder auf die primäre Prävention zurück. Das ist nämlich alles das, was wir tun können, um unsere Mitarbeiter darin zu stärken, dass sie in akuten Belastungssituationen dann gar nicht erst so hohe Belastungsspitzen entwickeln. Beispielsweise dadurch, dass sie einen ordentlichen Dienstplan haben, der ihnen auch einen ordentlichen Ausgleich zwischen Arbeit und Frei ermöglicht, was natürlich bei der Personaldecke ganz, ganz schwierig ist. Das ist uns bewusst. Aber primäre Prävention ist alles das, was wir grundhaft tun können, um die psychische Gesundheit aufrechtzuerhalten der Mitarbeiter. Und wir würden mit Ihnen gern auf diese drei Präventionsbereiche gleich nochmal genauer schauen und kommen damit eigentlich schon zu einer Art Zusammenfassung. Und möchten mit Ihnen abschließend gerne überlegen, was sozusagen die Klinik tun kann, um Pflegenden in Krisensituationen oder in der Krise zu helfen. Was kann vielleicht auch die Fachgesellschaft, also in dem Fall die DIMI, tun? Und ganz wichtig ist uns aber auch der Punkt, was jeder selbst tun kann. Und an der Stelle vielleicht nur noch mal kurz die Frage, Andreas, haben wir irgendwas an Fragen oder an Diskussionsbedarf, auf den wir vielleicht noch mal eingehen sollten? Nicht, dass wir was übersehen haben. Also wir haben massig und vielleicht können wir das aber auch am Schluss dann besprechen. Wäre vielleicht sinnvoller, weil das jetzt sonst lange unterbrechen wird. Es sind wirklich viele Fragen, Anmerkungen. Okay, sehr gern. Also im Prinzip ist es ja genauso gedacht, dass wir wirklich zusammentragen, was Sie als hilfreich erleben, was Sie da als wenig hilfreich erlebt haben. Und ich glaube, dass da so ein Austauschforum, wie wir es jetzt hier haben, etwas ist, wovon alle profitieren können. Und das ist jetzt mal sozusagen unsere Idee davon, was eigentlich Kliniken tun können oder sollten, um die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiter, eigentlich nicht nur die psychische, auch die körperliche Gesundheit ihrer Mitarbeiter aufrechtzuerhalten. Es ist nicht notwendig, dass wir es alles im Detail durchgehen. Uns ist wichtig, dass Sie einmal sehen, es ist ein komplexes Thema. Es bedeutet, dass wir nicht einfach eine Maßnahme auspacken, die gießen wir dann mit dem Gießkannenprinzip über alle Stationen und nachher wird es gut, sondern Sie finden hier in der oberen Zeile dieser Tabelle die Präventionsbereiche wieder, die wir Ihnen gerade genannt haben, primäre, sekundäre und tertiäre Prävention. In der Spalte ganz rechts sehen Sie die Belastungsbereiche, die Maria vorhin geschildert hat, die Pflegende erleben. Und in Schwarz und Rot finden Sie jetzt noch Unterschieden nach den Maßnahmen der Verhältnis- und der Verhaltensprävention. Und ich würde behaupten, Arbeitspsychologen würden jetzt und auch Pflegewissenschaftler, die sich mit der Thematik beschäftigen, würden diese Tabelle jetzt noch unendlich mehr differenzieren. Es ist uns ganz wichtig, dass Sie sehen, wie komplex die Herausforderung für eine Klinik ist, um die Mitarbeitergesundheit zu fördern. Um das jetzt mal vielleicht unter der primären Prävention zu verstehen, die Gesundheit in Akutsituationen zu unterstützen, dass also Belastungsspitzen reduziert werden, da reden wir von der sekundären Prävention, und nachher auch die Wiedergesundung und Erhaltung der Gesundheit von den Mitarbeitern zu fördern, das ist die tertiäre Prävention. Ich würde jetzt gerne nur mal zwei Punkte rausgreifen und Sie können sich ja selber sozusagen ein bisschen einen Überblick verschaffen, was definitiv relevante Punkte sind, die angegangen werden müssen. Vielleicht, weil es ein kleines Beispiel ist, das Thema Konfliktkommunikation als sekundärpräventive Maßnahme. Wenn Sie Notaufnahmen tätig sind, dann kennen Sie die Thematik sehr gut, der eskalierenden Kommunikationssituation, zum Beispiel mit Angehörigen oder auch mit Patienten. Ohne das Thema jetzt der Gewalt damit schon mit reinzunehmen, ist
gibt es solche Kommunikationskreisläufe der Eskalation ja sehr oft. Wenn Sie in dem Bereich geschult sind und wissen, wie Sie Deeskalationsstrategien in der Kommunikation anwenden, werden diese Situationen für Sie weitaus weniger belastend sein. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für Konflikte mit Kollegen. Denn auch hier ist es sehr hilfreich, wenn wir eine angemessene und wertschätzende Konfliktkommunikation uns aneignen. Und es ist rot markiert, das bedeutet, jeder kann es tun. Natürlich kann ich beim Arbeitgeber einfordern, dass er mir so eine Unterstützungsstrategie auch zur Seite stellt, aber ich kann mich auch selber darum bemühen, um eine adäquate Konfliktkommunikation. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, wie wir unterstützen können und damit Pflegende entlasten können. Und hier gibt es viele Bereiche, die muss sozusagen von Seiten der Klinik unterstützend getan werden. Zum Beispiel dieser ganze Bereich der individuellen Entlastung durch Dienstplangestaltung, um ein Beispiel zu nennen. Aber es gibt auch viele Dinge, die man selber tun kann. Und das als Überblick vielleicht zu diesem Bereich. Was können Kliniken tun? Sie sehen, es ist ein komplexes Thema und ich glaube, so richtig fängt man jetzt erst an, mit einer Strategie der Mitarbeiterbindung in den Kliniken solche komplexen Systeme zu entwickeln und auch zu evaluieren, was wirklich zur Entlastung beiträgt. Und das ist definitiv erforderlich, um sinnhafte Maßnahmen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entwickeln. Und es ist ganz wichtig festzuhalten, es wird nicht nur darum gehen, dass Sie ein Stressbewältigungstraining machen und selber eine Resilienzsteigerung machen, sondern es wird immer Maßnahmen auch beinhalten, wie Ihre Arbeitsintensität. Da sind wir wieder beim Stichwort der eigenen Qualität der Pflege, dass ihre Arbeitsintensität auch verändert werden muss. Du kannst gerne weitergehen, Maria, weil dann sind wir eigentlich schon beim zweiten Punkt. Der ich habe leider ein bisschen Schwierigkeiten. Genau, was kann die Fachgesellschaft tun? Also auch hier ist die Sektion Pflegeforschung, Pflegequalität und auch die Sektion Perspektive Resilienz sehr aktiv für Sie als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Fachgesellschaft kann Positionspapiere erarbeiten, fachliche Standards erarbeiten, auch zum Thema Mitarbeitergesundheit. Sie kann Forschungsprojekte initiieren, das tut sie alles. Und sie kann auch die politischen Entscheidungsträger über wichtige Themen und zu entscheidende Aspekte informieren und darüber Einfluss nehmen. Und das ist alles passiert auch im Jahr 2020, 2021. Sie alle kennen wahrscheinlich die Stellungnahme zur Stärkung und Zukunft der Intensivpflege, die ja hier aus der DIVI heraus, der Sektion Pflegeforschung, Pflegequalität, Perspektive Resilienz, gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Fachkrankenpflege erarbeitet wurde und die dann auch von zahlreichen anderen Fachgesellschaften mitgezeichnet wurde. Das sehen Sie hier links unten in dem Bild, welche Fachgesellschaften sich daran beteiligt haben. Also das ist ein ganz wichtiges Instrument, das die Fachgesellschaft wahrnimmt und es auch mit ihrer Unterstützung geht, wenn Sie sich beispielsweise in den Sektionen mit beteiligen an der Mitarbeit. Das ist auch wirklich sehr, sehr wichtig, um hier Veränderungen der Arbeitsbedingungen für die Pflegenden zu erzielen. Und als letzten Punkt möchten wir aber mit Ihnen gemeinsam gerne festhalten, was jeder selbst tun kann. Das ist, glaube ich, so der. Ach so, das noch als kurze Zwischennotiz habe ich noch eingefügt. Sehr beeindruckend, was die Pflegenden in Berlin sozusagen über ihren Streik mit der Verdi geschafft haben. Die haben sich sozusagen die psychosoziale Versorgung auf den Intensivstationen erstreikt. Und das steht jetzt dort in deren Tarifvertrag drin, dass auf allen Intensivstationen eine psychosoziale Betreuung etabliert wird und die Psychologen fest auf den Intensivstationen sind. So, und so ist es jetzt an der Charité. Das ist vielleicht auch nochmal so ein interessanter Nebenhinweis, was auch funktionieren kann und welche Wirksamkeit eigentlich auch so ein Instrument wie dieser Streik und die daraus resultierenden Tarifverhandlungen entfalten kann. Und zuletzt, und das ist uns eigentlich der wichtigste Punkt, Maria, ist ja immer die Frage, was kann man denn eigentlich selber tun? Ja, wir hatten immer die Frage, wer muss sich ändern, ich selbst oder das System, und haben festgestellt, es muss sich alles ändern. Und jetzt ist die wirklich interessante Frage, was kann man denn überhaupt selber für sich tun, Maria? Also zuerst muss ich es einmal registrieren und mir ganz fest bewusst machen, was belastet mich psychisch? Ja, ist es der hohe Arbeitsaufwand oder ist es die zusätzliche Doppelbelastung, die ja in der Pandemie gerade für Frauen, und das weiß man mittlerweile auch aus verschiedenen Studien, exorbitant worden ist, also mit zu Hause noch alles machen und den Kindern unter Station zum Beispiel. Das Wissen natürlich, an wen kann ich mich denn überhaupt bei Belastungen wenden, beziehungsweise was kann ich selber tun, um mich zu entlasten? Ja, kann ich zu Hause was ändern? Kann ich meinen Partner um Mithilfe bitten? Oder kann ich zum Beispiel auch etwas einfach was Gutes für mich tun? Ja, mal in Ruhe einen Kaffee trinken oder laufen gehen und so und andere Dinge zu machen.
Manche Kliniken haben das eingeführt, dass gerade junge Mitarbeiter, die erst sehr neu in dem ganzen System sind, Schatten bekommen. Das heißt, sehr erfahrene Mitarbeiter, die jungen Mitarbeiter darauf hinweisen, wenn ich in einer Belastungsspitze bin und es nicht merke und nicht reagieren kann, von wem wünsche ich mir dann einfach Unterstützung? Ja, also mal oder für mich selber überlegen, auch als erfahrener Mitarbeiter, wen könnte ich mir schnappen, wo ich dann einfach sage, du, wenn ich halt mal komisch drauf bin oder kannst du mich darauf hinweisen, dass ich gerade aus meinem Radl überhaupt nicht mehr rauskomme? Also sowas zum Beispiel. Ich muss man natürlich auch immer reflektieren, oder? Was ist der Stellenwert von Arbeit in meinem eigenen Leben? Wo ist für mich der Mittelpunkt? Ist es tatsächlich die Arbeit, aber schon auch, was erhält mich gesund? Mache ich gern Sport? Habe ich noch Zeit für das? Und was aber auch motiviert mich in der Arbeit? Es ist auch oft die Arbeit an einem selber, also wertschätzende Kommunikation und Haltung gegenüber Kollegen gegenüber. Also wie reden wir miteinander? Ja, das ist hinter den Masken oft in dieser Zeit extrem schwierig geworden, weil man oft nicht einmal mehr die Gesichtsausdrücke von den Kollegen bekommen hat. Aber zum Beispiel ein freundliches Guten Morgen, ein Danke, ein Bitte, ein ich bin froh, dass du heute da warst, weil zusammen haben wir die Situation gut gemeistert. Das sind so Kleinigkeiten, die, oder brauchst du noch Hilfe? Das sind so einfach so Kleinigkeiten, die aber den Alltag einfach wertschätzender machen. Die eigene Pflegemoral, welche Werte sind mir wichtig? Wie und welche möchte ich im täglichen Handeln auch umsetzen können? Also wie möchte ich meine Patienten einfach auch pflegen können? Und das Ganze dann eben nochmal zu reflektieren, was ist eigentlich mein Beitrag für eine gute Stationskultur? Ja, also wie kommuniziere ich mit den Arbeitskollegen? Und was man zum Beispiel auch noch tun kann, ist auch den Fokus auf Positives zu legen, also zu legen. Was lief gut innerhalb der Pandemie? Was hat das Team gut geschafft? Was ist gut angelaufen? Was haben wir gut umsetzen können? Sind vielleicht auch Dinge privat in der Pandemie gut gelaufen? Ja? Man kann nicht alles mit Keksen regeln. Aber am Ende des Tages vielleicht schon. Ja? Wir haben ganz viele Stationen, haben ja ganz viel auch gutes Essen von Pizzerien und Indern kriegt und Kekse aus der Bevölkerung. Also wir haben uns zum Beispiel machen kann davor retten können. Was Sie aber mitnehmen ist, Grenzsituationen sind vor allem die, für die man unmittelbar kein fachliches Handlungskonzept haben. Und das gilt nicht nur in Pandemiezeiten. Und da steht unmittelbar kein und fachliches nochmal in Klammer, weil am Anfang der Pandemie haben wir wirklich kein fachliches Handlungskonzept haben. Und mir haben hoffentlich alle aus dieser Pandemie eben auch was gelernt. Wir können uns immer darauf vorbereiten, dass weniger Situationen zu Grenzsituationen werden und damit zu einer großen psychischen Belastung werden. Also das wäre zum Beispiel einfach, indem wir uns wirklich einen Schatten suchen, der ein bisschen auf uns aufpasst, unter Anführungszeichen. Das wäre zum Beispiel auch im Sinne von CRM, also Crew Resource Management, dass man wirklich danach Debriefings macht und die Situationen einfach auch nachbespricht. In und nach einer Krisensituation sollte Unterstützung einfach selbstverständlich vorhanden sein und dem Personal angeboten werden. Das heißt nicht, dass das Personal dann noch aufwendig darum bitten muss, Supervision angeboten zu bekommen. Das ist nicht besonders wertschätzend. Jede Klinik braucht ein individualisiertes und verbindliches Konzept, wie die Gesundheit der Mitarbeiter in der Situation einfach geschützt werden können oder auch wiederhergestellt werden kann. Und da muss man einfach sagen, und das ist eben, was die Frau Defner und ich am Anfang gemeint haben, es gibt kein Patentrezept. Ja, jedes Haus braucht andere Strukturen, was diese psychosoziale Versorgung betrifft, weil es gibt große Universitätskliniken und kleine Stadtspitäler und auch es gibt diese Teams und es gibt Teams, die ganz anders drüber denken. Also der erste Weg mal zum Beispiel, wenn man jetzt sagen, man will zum Beispiel ein psychologisches Konzept, einfach psychosoziale Unterstützung für die Mitarbeiter implementieren, ist einfach, dass man mal die Mitarbeiter fragt, ja, wollt ihr das überhaupt? Und wenn ja, was wollt ihr? Aber auf Dauer gilt es eigentlich, dass man Arbeitsbedingungen von Intensivpersonal so verändert werden müssen, dass einfach noch jeder gesund in dem Beruf arbeiten kann. Und damit sind wir eigentlich am Ende unseres Vortrags. Ich bin vom Herrn Schäfer gebeten worden, dass wir noch auf das dritte Webinar hinweisen, und zwar ECMO, Herausforderungen in Pflege und Medizin. Das ist am 28.04.2022. Da kann man sich auch wieder kostenlos über die TIWI-Seite anmelden und die Uhrzeit bleibt gleich.
Und an dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ja, schön. Danke, dass du das doch berücksichtigt hast. Und jetzt aber haben Sie alle nochmal die Gelegenheit, Ihre Fragen zu äußern. Also ich habe gesehen, Sie können sich selber freischalten, was den Ton angeht. Das wird wahrscheinlich leichter sein, weil manche Fragen echt lang sind. Und ich glaube, wenn ich die einfach nur vorlese, ist das nicht so praktisch. Also würde ich sagen, die Frau Rokus, ne, die hat nochmal schön was geschrieben. Vielleicht möchte die Frau Rokus sich selber melden. Sonst lese ich es dann doch vor. Aber freischalten den Ton, das müssten Sie selbst. Gut, dann, sonst lese ich es dann vor. Also sie hat gesagt, sie haben bei sich sogenannte ethische Blitzkurzbesprechungen von maximal 15 Minuten. Also das habe ich auch noch nicht gehört. Hört sich aber sehr interessant an. Und das eigentlich Interessante mit, oder wahrscheinlich auch gar nicht so Unbekannte, ist, dass natürlich Ärzte und Pflegekräfte die Patientensituation oft sehr unterschiedlich einschätzen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da wahrscheinlich auch immer mal Störungen gibt. Also aus Sicht der Pflege muss ich schon sagen, dass ich es bedenklich finde, wenn man ethische Blitzdiskussionen macht, weil das sind doch meistens Patienten, die sehr komplex sind und wo man sich dann einfach wirklich zusammensetzen könnte, oder? Und das ist dann eben das, wo die Meinungen driften weit auseinander und man sitzt sich aber nicht an den Tisch und findet irgendwo einen Konsens, oder wie siehst du das, Theresa? Also ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Also es ist so ein bisschen, wir sind mal in der primären Prävention in dem Bereich, ne, um das vielleicht gleich mal zu nennen. Was wir aus Bereichen, wo eine gute Besprechungskultur herrscht, wissen ist, die muss einfach eingeplant werden, diese Besprechungszeit. Und die haben wir ganz oft nicht. Wenn ich aber alle Tür- und Angelgespräche am Ende des Tages zusammenrechne, die ich so führe, dann reichen die weit über die Besprechungszeit, die man sozusagen, wenn man gleichzeitig am gleichen Tisch für einen Fall aufwenden würde, die Zeit, reichen diese Tür- und Angelgespräche ja weit darüber hinaus. Deswegen ist es einfach effizient, wenn man sich bespricht. Und meine Meinung ist, dass es besser ist, 15 Minuten konstruktiv über einen Patienten zu sprechen mit einem sinnhaften Output als gar nicht. Aber natürlich muss das dann gut strukturiert sein, so eine Besprechung, und ein klares Ziel verfolgen. Denn diese Besprechungen leben ja davon, dass jeder gleichberechtigt sich äußern kann. Das ist ganz, ganz wichtig, dass also unabhängig von der Berufsgruppe eine gleichrangige Äußerung stattfindet und dass die Besprechung auch eine Struktur haben. Und diese Empfehlungen zur Besprechungsstruktur von ethischen Fallgesprächen gibt es ja in verschiedenen Publikationen. Also wenn es strukturiert ist, kann es auch kurz sein. Wir haben es noch nie unter 20 Minuten geschafft. Genau. Aber es ist ein gutes Ziel, dass sowas überhaupt erst mal wachsen kann, möchte ich extrem auch unterstützen. Denn, weil die Argumente sind oft, dafür haben wir keine Zeit. Und wenn man aber ein gut strukturiertes Format implementiert mit 15, 20 Minuten, ich höre nichts. Du hattest mich stumm geschaltet, Andreas, genau. Okay, ja, aber ich war fertig. Genau, also ich denke, es ist gut, jedes Format, was anfängt, sich durchzusetzen, am besten so als Graswurzelbewegung, ist unterstützenswert. Es sollte aber immer strukturiert sein. Ja, also eigentlich sinnig, gerade so ethische Fallbesprechungen könnte ich mir vorstellen, dass die eigentlich auch moderiert werden sollten, oder? Ist das nicht sinnvoll, das so aus dem Bauch heraus zu gestalten? Stelle ich mir das schwer vor. Nein. Er gibt total Sinn, das zu moderieren, und das kann auch gern der Ethiker machen, weil der nämlich außerhalb der Station ist. Also würde ich explizit dazu einladen, gern den Ethiker moderieren zu lassen, und es ist genauso wie in einer guten Visite, dass es zum Beispiel schon sinnhafterweise damit anfangen kann, dass die Pflege mit ihrer Perspektive beginnen kann. Natürlich muss der Fall auch medizinisch vorgestellt werden, aber eigentlich bei diesen komplexen Fällen haben alle den aktuellen medizinischen Stand, und es geht eher um den Austausch der nicht rein medizinischen Informationen und über die Lenkung der Gespräche Anteile beispielsweise und über die Sicherstellung einer guten Struktur kann so eine Besprechung überhaupt erst zufriedenstellend werden, meines Erachtens. Gut. Ja, dann hat der Herr Storm hat gerade mehrere Anmerkungen gemacht, Fragen gestellt, was aber denke ich, also ich kann sie leider nicht
einzeln freischalten. Herr Storm, versuchen Sie es doch selbst gerade nochmal, jetzt schon. Vielleicht Ja, falls man mich versteht. Es sind, versteht sie gut. Es sind Hallo. zwei Sachen. Es sind zwei Sachen, die sehr auffällig sind. Die Themen, die hier sind, sind keine neuen Themen. Die haben auch mit der Pandemie nichts zu tun. Ja, also ich hatte das Glück, dass ich auch in Österreich und in der Schweiz arbeiten durfte zu meinen Berufszeiten. Und ich finde es manchmal sehr, sehr merkwürdig, dass sich das Thema seit Jahren nur über Personalmangel und Überlastung dreht. Den haben wir nicht. Der mag zwar in einzelnen Fällen der Fall sein, aber solange wir keine validierten Daten haben, wie viel Pflege braucht ein Patient mit welcher Grunderkrankung, ist das ein plakatives No-Go, dass man einfach nur sagt, wir haben zu wenig Personal. Aber Fakt ist, dass es fast nirgendwo Konzepte gibt. Und gerade dieses Thema, was die Vigilanz auch auf die Pflege selber betrifft, das zeigt eigentlich die Erfahrung, die schon über 30 Jahre alt ist, was seinerzeit in Münster von der Arbeitsgruppe Lawin und Harnisch gemacht worden ist. Das waren jahrelang die einzigen, die überhaupt einen hauptamtlichen Psychologen auf der Intensivstation hatten, der das Pflegepersonal betreut hat. Und meine zweite Anmerkung war, Maria, auch das Beispiel in Österreich, die Anästhesie für die Intensivpflege in der Aushilfssituation. Ich habe hier in Deutschland während der Pandemie andere Erfahrungen gemacht, dass sich Mitarbeiter, die Arbeitgeber und die Leitungen erpresst haben, indem sie sich geweigert haben, auf der Intensivstation zu arbeiten, aus der Anästhesie, obwohl sie die gleiche Fachausbildung haben. Und das ist ja mit auch ein Grund, warum seit über 40 Jahren in der Schweiz genau deswegen differenziert wird in der Fachweiterbildung. Einmal für die Fachweiterbildung Anästhesie und einmal die Fachweiterbildung Intensivpflege. Und wir, wenn wir schon die Berufe zusammenfassen und sagen, wir haben eine einheitliche Intensivpflege und Anästhesie, dann frage ich mich da, und an dieser Frage kommen wir überhaupt nicht dran vorbei, wird es doch langsam Zeit, dass Arbeitgeber ihre Anführungsstriche minderen Personalressourcen von qualifiziertem Personal dahingehend mal führen, um eine regelmäßige Rotation zu machen. Das heißt also, die Häuser, die regelmäßig auch ihre Intensivbelastung sieht bei den Mitarbeitern, die haben ein Corporate Identity so aufgebaut, dass die Intensivpflege so ähnlich wie wir jetzt hier in dem Chatroom die Hand hochheben, sagen, du, ich brauche mal eine Auszeit, kann mich mal einer aus der Anästhesiepflege für 6 Monate ablösen, dann ist das keine Strafarbeit, sondern eine Freude, den Kollegen zu helfen. Aber solange wir kein Corporate Identity in der gleichen Bereiche sehen, dann müssen wir uns nicht wundern. Eigenartigerweise ist das in der Ärzteschaft überhaupt nicht der Fall, weil nämlich im Rahmen der Facharztausbildung kennt man in den Ärzten die Rotation in verschiedenen Bereichen. Ich frage mich nur nicht, warum gibt es die in der Fachpflege nicht? Das wär's. Danke. Aber das ist das, was der Herr Storm angesprochen hat, oder? Wenn ich mich dann weigere in einer Pandemie, wo ich sehe, dass Kollegen arbeitsüberlastet sind, zu helfen, dann muss ich dann schon an mir selber arbeiten anfangen. Also da sind wir wieder genau bei dem, oder? Was muss sich ändern, das System oder ich? Ja, aber ich glaube, das ist nicht ganz, ganz unberechtigt, weil viele Häuser da tatsächlich keine Strategie für haben, wie sie so eine Rotation dann anfangen und sich haben tatsächlich wohl auch ein Stück weit überrollen lassen von der Pandemie und dann festgestellt haben, dass die Leute vermehrt ausfallen, gestresst sind und dass man keine mehr hat, die einspringen freiwillig, nicht, und die Leute dann dazu gepresst hat, tatsächlich ein Stück weit, also dass sie das jetzt machen mussten. Man auf der einen Seite natürlich so das Ehrgefühl unserer Kollegen, dass man sich aushilft, ist die eine Sache, wie man das dann aber anfängt, nicht auch konstruktiv anfängt, so dass alle zufrieden sind hinterher. Da gibt es wahrscheinlich schon noch ein bisschen Nachholbedarf, könnte ich mir vorstellen. Aber es gibt ja durchaus auch Häuser in Deutschland, die haben da ganz Konzepte für sich entwickelt, nicht nur aus der Anästhesie, sondern auch von den Normalstationen, um Mitarbeiter entsprechend zu schulen, nicht einzuführen, um dann eben in der Zukunft tatsächlich auch gerüstet zu sein. Aber ich glaube, das ist dann, da haben wir schon auch ein sehr heterogenes Bild im Land, würde ich mal so behaupten. Andreas, gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ja.
Ja, also es gibt noch so ein paar Anmerkungen, die lese ich einfach vor, und zwar von der Frau Lantermann, die hat auch bezogen auf die Ethikvisite und ethische Fallbesprechungen geschrieben, dass Ihnen das sehr geholfen hat, dass Sie das als sehr hilfreich empfunden haben. Ich nehme an, dass die wahrscheinlich dann auch moderiert wurden, oder auch, dass zum Teil Palliativvisiten regelmäßig durchgeführt werden, ja, um eben zeitnah auch da vielleicht eine Therapiezieländerung einzuleiten, die Patienten adäquat begleiten zu können. Ja, auch sowas wurde genannt. Dann ist so ein, naja Gott, ein alter Klassiker halt, nicht immer noch herrschende Hierarchien, die es wohl gibt, nicht, die da vielleicht auch ein bisschen störend empfunden werden und Entwicklung vielleicht auch eher hinderlich gegenüberstehen. Okay. Die Supervision hatten wir ja eben auch schon mal. Ja, und Leasingkräfte sind auch immer wieder ein Thema, nicht? Also durchaus auch positive Erfahrungen mit Leasingkräften wurden genannt. Also vielleicht kann man die tatsächlich auch gezielt einsetzen. Das wäre vielleicht eine Strategie, sich zu überlegen, wie man das macht, nicht? Also auch da vielleicht so ein Pool entwickelt, hat die Frau Berndt geschrieben, nicht? Also mit Leasingkräften positive Erfahrungen gemacht. Und ja, ethische Fallbesprechung, das ist halt das, was überall immer wieder vorkommt. Ja. Und dass die häufig eher aus der Pflege einberufen werden, also selten aus der Medizin, weil die Medizin da eventuell einen anderen Blickwinkel drauf hat. Das wird zumindest so genannt, nenne ich es mal, ja, was ja durchaus sein kann. Aber Pflegekräfte durch den engen Kontakt wahrscheinlich zu den Patienten empfinden die Situation dann häufig belastender und rufen dann eben so ein Ethikkomitee ins Leben. Also das ist ja vielleicht auch nochmal was, wo ihr Bezug zu nehmen könntet, ethische Fallbesprechung, Ethikkomitee, wie man das anruft. Sehr unterschiedlich von Klinik zu Klinik. Also erstmal lohnt sich, glaube ich, herauszufinden, ob es ein klinisches Ethikkomitee oder eine ähnliche Institution gibt. Die meisten Kliniken haben das schon. Und auch so ähnlich, wie wir es eingangs gesagt haben, was die Unterstützung durch Seelsorgende angeht. Also ich glaube, alle diejenigen, die in der Fachweiterbildung gewesen sind, die haben sicherlich Kontakt mit dem klinischen Ethikkomitee gehabt. Also das wird bei uns zumindest auch unterrichtet. Und ich denke, an Ihren Häusern ist das auch so, sodass Sie erstmal die Information darüber brauchen, in welchen Fällen Sie das überhaupt involvieren können und wie das funktioniert. Denn nur wenn ich es weiß, kann ich es natürlich auch abrufen. Und das sollte ich am besten wissen, wenn gerade kein Fall ganz akut ist und ich das innerhalb der nächsten Stunde brauche, sondern am besten sollte ich das vorher schon wissen. Und ganz toll wäre natürlich auch, wenn es darüber so ein gewisses Commitment auf der Station gibt. Denn was ich häufig erlebe, ist, dass Pflegende das gerne anberaumen würden, sich aber vielleicht nicht trauen oder das Gefühl haben, dass es überhaupt etwas ist, was eher noch ein Tabuthema darstellt. Und da sollten wir wirklich mittlerweile drüber hinaus sein, dass man also auch andere Unterstützer dafür, für die Thematik gewinnen sollte, wenn man das Gefühl hat, man ist alleine als Person, die sich das wünscht auf der Station. Also Unterstützer finden für die Thematik, damit sowas regelmäßig stattfindet. Ja. Also ich denke, irgendeine Art Konzept, irgendeine Struktur muss das Ganze haben. Ich glaube, oft aus dem Bauch heraus, das funktioniert nicht. Ich denke mal, Ähnliches wird wahrscheinlich für die Supervisionen genauso gelten. Die, also kenne ich zumindest aus meiner Erfahrung, dass sie dann oft kurzzeitig einberufen wurden, kurzfristig einberufen wurden, um irgendwas zu machen für die Mitarbeiter. Aber das dann häufig nicht unbedingt, sagen wir mal, richtig Struktur hatte. Aber sonst an sich eine wirklich gute Sache sind. Der Herr Lenzenhuber hat auch noch was kommentiert. Herr Lenzenhuber, wollen Sie das vielleicht selbst vortragen? Kann ich gerne machen. Es kommt jetzt darauf an, was Sie denn hören wollen. Ich denke mal, das Addendum 2. Mhm. Da geht es darum, die Situation hat sich ja am Universitätsklinikum Augsburg, um das es jetzt hier in diesem Fall geht, aber auch in alle anderen beteiligten Kliniken im Regierungsbezirk Bayerisch-Schwaben ziemlich zugespitzt, sei es jetzt im südlichen Bereich, sei es im nördlichen Bereich. Das Ganze ist dann über die ärztlichen Leiter, Krankenhauskoordinatoren aufgeploppt im Zuge der Patientenverlegungen. Und dann, denke ich, hat man einen sehr guten Draht zur Regierung von Schwaben, die dann erstmals sich getraut hat, von sich aus einen Fachberater für die psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte, PSNVE, im bundeseinheitlichen Jargon abgekürzt oder letztendlich auch als Fachberater für die gesamte psychosoziale Konfliktsituation, die sich sowohl
auf der betroffenen Seite Angehörige, Patient, als auch auf der Seite Pflegekräfte entwickelt. So, und aus dieser Fachberaterposition konnte man letztendlich dann doch eine sehr segensreiche punktuelle Lösungen finden, die in Anspruch genommen werden konnten. Da war wichtig, dass die Kliniken das primär melden, dass also das nicht aufgestülpt ist, das ist ganz wichtig, um auch die eigene Handlungsmajorität dann auch zu unterstreichen, derjenigen Akteure vor Ort. Und so konnte man wenigstens die Spitzen im Bereich der zum Beispiel Flugverlegungen doch ganz gut begleiten und abfangen, was dann sowohl von ärztlicher als auch von der pflegerischen Seite als sehr hilfreich erlebt worden ist. Das fand ich insofern interessant, diesmal nichts generell. Sie hatten das ja, Frau Dr. Deffner, schon entsprechend gesagt, wie das in Würzburg laufen kann oder auch in Jena oder wo auch immer. Ist also jetzt in der Richtung nichts Neues. Aber was für uns dann doch sehr hilfreich war, dass es hier von der Katastrophenschutzbehörde supportet wird. Ja, sehr schön. Vielen Dank für den Beitrag. Sie erwähnen ja hier explizit auch diese Schnittstelle ja zu dem bereits existierenden System der Präklinik. Und ich denke, was wir in diesem Bereich tun müssen, wir müssen ja dieses System adaptieren auf die Bedarfe der Klinik. Denn es lässt sich nicht alles so eins zu eins übertragen. Man darf auch nicht vergessen, dass das ein ewig langer Prozess war in der Präklinik, um dieses System zu implementieren. Es war ein langer Konsensprozess, der moderiert durch das BBK stattgefunden hat. Und wir können nicht erwarten, dass das jetzt innerhalb von wenigen Monaten oder Jahren einfach auf die Kliniken übertragen werden kann. Auch da muss man sich Gedanken machen, wie man so ein Notfallkonzept in den Kliniken zum Beispiel für Pandemien gut implementiert. Da ist jetzt hoffentlich die Zeit dafür, das zu tun. Ja, dann vielleicht noch ein kurzer Nachtrag zu Ihrer ewig währenden Diskussion zu Provisionsangebote, was mir auch noch am Herzen liegt. Das passt ganz gut zu Ihrem Webinar Werbung ECMO. Wissen Sie, Supervision ist ungefähr so wie in der Klinik eine ECMO. Die kaufen wir jetzt mal, dann stellen wir sie ins Eck und vielleicht brauchen wir sie mal. Jetzt in der Pandemiesituation hat man es etwas häufiger gebraucht, da ist dann auch Schulungsbedarf aufgetreten. Bei der Supervision sieht das Ganze so aus. Wenn Sie Supervisionsangebote machen, nur weil jetzt im Moment eine krisenhafte Situation ist, dann möchte ich fast sagen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden Sie da keinen Strauß Blumen damit in der Belegschaft gewinnen. Supervisionsangebote, psychosoziale Entlastungsangebote müssen Sie in einer grünen Situation, in einer kalten Lage, wenn man es aus einer Einsatzkraftjargon spricht, anbieten, einführen, trainieren, werben dafür, schmackhaft machen, mit positiven Erlebnissen begleiten. Und dann können Sie sich auch darauf verlassen, dass das in einer krisenhaften Situation Wirkung zeigt. Das, denke ich, ist ganz wichtig, aber das ist eben noch nicht in den Köpfen der Betreiber angekommen, sprich Arbeitgeber. Ja, das ist auch das, was wir eben gesagt haben, was viele berichtet haben, was nicht gut gelaufen ist. Also ein aufwendiges System, so wie Sie das sagen, in einer heißen Phase und bei der Terminologie zu bleiben, zu implementieren, das funktioniert dann einfach nicht. Ja, es waren eher dann Leute, die bereits auf der Station waren, der Seelsorger, die Psychologin, ja. Dankeschön. Ja, abschließend hätte ich noch eine Frage, weil dann müssen wir wohl zum Ende kommen. Und zwar hat die Frau Dieter gefragt, wie es denn gelingen kann, spezifische Maßnahmen abzuleiten, um präventive Maßnahmen für eine Station zu identifizieren, interprofessionell. Ich glaube, ja, es ist thematisch. Also, Entschuldigung, aber ich glaube, dass Oberste, die Überschrift muss sein, das muss eine Systematik haben, was man da macht. Und Sie brauchen ganz verschiedene Akteure, die Sie da involvieren werden. Sie werden ja neben den Führungskräften Ihren arbeitsmedizinischen Dienst, das betriebliche Gesundheitsmanagement, den Personalrat und weitere Akteure auch noch involvieren. Und ganz zu unterst natürlich die eigene Belegschaft, ja, mit ihren eigenen Bedürfnissen, Wünschen und Vorstellungen. Also am Ende wird es, glaube ich, ohne einen strukturierten Masterplan, wo Sie Maßnahmen gemeinsam, also es gibt ja auch die psychische Gefährdungsbeurteilung, die Sie als Grundlage
Grundlage dafür nehmen könnten, beispielsweise als Datengrundlage, woraus die Maßnahmen dann ableiten können. Da fragen Sie ja Ihre Belegschaft, was für Sie eine große Beanspruchung darstellt. Und daraus können Sie ja ableiten, was die Belegschaft sich wünscht. Und wenn Sie Maßnahmen einführen, dann sollten die halt engmaschig evaluiert werden, um zu gucken, ob die funktionieren. Aber das ist vielleicht ein bisschen sehr grob gesprochen, um Ihre Frage zu beantworten. Also am Ende muss sich halt jemand wirklich quasi hauptberuflich auch damit beschäftigen. Ja, das ist also zumindest meine Einschätzung von dem, wie ich das hier so an unserer Klinik überblicke. Das ist so ein komplexes Thema, das eigentlich nur mit einer guten Systematik zu erwarten ist, dass sie dafür ihre Mitarbeiter was erreichen und eben mit diesen ganzen Stakeholdern, die ich gerade genannt habe. Maria, Entschuldigung. Alles gut. Ja, Maria war gerade schon wieder rausgeflogen. Nicht? Also irgendwie scheint es mit der Leitung nicht so zu passen. Das ist wahrscheinlich die Grenze. Das ist bei uns auf dem Land so. Aber bin ja froh, dass das andernorts auch funktioniert. Ja, schön. Also es sind ja jede Menge Fragen durchaus noch offen. Wir können wahrscheinlich noch bis tief in die Nacht hier diskutieren und besprechen, was es so alles gibt. Dieses Webinar, das wurde aufgezeichnet und das können Sie sich gern auch nochmal anschauen. Dann auf der Seite der Divi, nicht, ist das hinterlegt, allerdings ohne Ihre Fragen. Aber den Kontakt zu den Referenten, der ist da sicherlich auch zu finden. Und dann können Sie Ihre Fragen dann später zur Not auch nochmal an die Referenten direkt stellen. Wer sonst dazu noch was nachlesen möchte in der aktuellen Divi-Zeitschrift mit dem Schwerpunkt Intensivpflege, ja, sind von der Frau Brauchle auch nochmal einen Artikel drin zu diesem Thema, was benötigt Intensivpersonal in der Krise, auch zu dem Thema, wie hieß es gleich, Second Victim. Genau, PSNV ist dort auch drin. Genau, das ist von Frau Schindele verfasst. Genau, also auch da, das stimmt, es ist sehr schön, dass du nochmal darauf verweist, direkt zum Nachlesen. Und ich glaube, um vielleicht nochmal auf die letzte Frage zurückzukommen, was wir zukünftig brauchen, ist halt mehr auch Netzwerken, ne, zwischen den Kliniken. Und das gibt es ja auch schon. Und sich solchen Netzwerken anzuschließen, wie Kliniken das machen und so Best-Practice-Modelle einfach auszutauschen, das ist was wir definitiv sehr empfehlen können. Ja. Also wer netzwerken möchte und sich aktiv mit einbringen möchte, ist natürlich in der Divi auch jederzeit herzlich willkommen. Sie dürfen sich da gern anmelden und sich an uns wenden. Wir freuen uns um jede Unterstützung, die es gibt, um jeden Erfahrungsaustausch. Da sind wir für alles offen. Ja, sonst bleibt mir dann jetzt ja nur noch übrig, Sie zu verabschieden, Ihnen noch einen schönen Abend zu wünschen, mich ganz herzlich bei den Referentinnen zu bedanken für dieses wunderbare Webinar. Das war wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, interessant. Und inhaltlich exzellent. Also ich schätze, könnten wir eigentlich nochmal wiederholen dann in Kürze, damit auch die anderen Fragen alle noch drankommen. Sonst ist das jetzt leider nicht mehr möglich. Ihr habt das letzte Wort, ihr zwei. Ich denke, es gibt immer eine neue Möglichkeit, sich auszutauschen, ob das jetzt auf Kongressen ist oder wirklich, dass Kliniken miteinander Kontakt aufnehmen. Also das Zweite erlebe ich als sehr, sehr fruchtbringend, wenn Stationen miteinander in Kontakt treten, fragen, wie macht ihr das, oder auch der arbeitsmedizinische Dienst von der einen zur anderen Klinik diese Konzepte austauscht, Pflegedirektoren tauschen sich aus. Ich glaube, auf diese Art und Weise können wir zukünftig dieses Wissen generieren, was wir auf den Stationen haben wollen, wie wir letztlich dazu kommen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Beruf, und das ist ja unser aller Ziel, auch gesund arbeiten und am besten bis zur Rente bleiben können, wenn sie das möchten. Das ist eigentlich so mein Wunsch, den ich zum Ausdruck bringen möchte. Und ich denke, die Divi ist dafür einfach auch eine schöne Plattform, um in dieser Diskussion fachlich die Inhalte voranzubringen. Das wäre mein Schlusswort, Maria. Ja, also ich kann mit dir nur anschließen, und ich finde auch, dass man muss sich eben für sich selber überlegen, was passt für meine Station, ja. Ebenso wie du sagst, einfach dieses Netzwerken. Die Divi ist dafür wirklich eine super Gelegenheit. An der Stelle darf ich auch Werbung machen für unseren tollen Kongress, hoffentlich dann wieder in live in Hamburg, wo sich viele gute Tür- und Angelgespräche dann auch ergeben. Und wir hoffen alle, dass wir uns dann dort einmal wieder sehen und weiter netzwerken können. In diesem Sinne, Andreas, du hast das allerletzte Wort. Ich habe das allerletzte Wort. Das habe ich ja sonst nie, aber dann werde ich das mal nutzen. Danke nochmal ganz, ganz herzlich. Und wir werden uns ganz sicher in Hamburg in Präsenz sehen. Also es muss ja mal ein Ende haben mit dieser scheußlichen Pandemie. Und dann können wir uns da persona austauschen. Das wird wundervoll. Dann schönen Abend noch. Schönen Abend. Tschüss.